uns mal. Da sind wir. Lieber Falco, ein Da sind frohes wir. Ich neues sehe uns gar Jahr. nicht. Ja, du siehst uns gleich. Gleich siehst du uns. Der Stream ist immer so etwa 10 Sekunden langsamer als die Realität. Ach je. Ja. Schön, dich hier in meinem ersten Interview 2017 begrüßen zu dürfen. Das freut mich sehr. Du hast auch noch nichts zu tun, ne? Du hast auch noch Langeweile, ne? Ja, ich übersetze gerade ein Buch. Das ist quasi mehrmonatige Arbeit. Also da bin ich immer dran. Nur ich kann es schön frei einteilen. Okay, dann bin ich also der Einzige mit Langeweile, willst du damit sagen, ja? Du langweilst dich echt? Ernsthaft Nein, jetzt? natürlich nicht, natürlich Das nicht. würde Ich ich sitze hoffen. hier mit meiner lieben Kollegin, der Bilge, die kann ich mal gerade einblenden, warte mal. Bilge, ja, wir machen nämlich Buchhaltung, ja, das ist hier, Ja, so ein Zufall. Das habe ich auch gerade ja, gemacht. das ist unser Jahresstart. Hier, Steuer 2016. Ja, ganz hervorragend. Ja, und nebenbei machen wir hier wunderbare Interviews mit ganz liebenswerten Kollegen aus der Branche. Falco, ich kenne dich jetzt gefühlt seit der ersten Quo Vadis im Jahr 2003. Viele von denen, die jetzt gerade hier in unserem Chat sind, kennen dich auch, aber viele von denen, die dieses Video später mal bei YouTube sehen werden, kennen dich natürlich nicht. Und deswegen stell dich doch bitte einmal vor. Ja, hallo, Falco Löffler. Ich bin Jahrgang 1974. Ich schreibe Texte für Computerspiele, entwerfe Stories für Spiele, aber eben übersetze auch Bücher, schreibe Bücher, habe eine Zeit lang auch Drehbücher geschrieben, aber das hat sich bei mir nicht so langfristig gehalten. Die Filmbranche ist doch ein bisschen eigen. Deswegen Spiele ist wirklich so mein Hauptbroterwerb. Die Bücher, solange kein Bestseller geschrieben wurde, bleiben ein nettes Hobby, das ich gerne mache. Ja. Aber ja, Spiele sind eben das A und O. Ich habe auch eine Zeit lang fast nur Spiele übersetzt, also lokalisiert. Das hat sich aber bei mir auch wieder verändert. Also bei mir kommt selten vor, dass ich länger als 1 oder 2 Jahre ein einziges Standbein als Hauptstandbein habe oder als einziges Standbein quasi. Das mit den Drehbüchern, das ist relativ neu gewesen für mich. Also du hast es mal irgendwann bei einem Fläschchen Bier mir mal zugerufen, aber was für Drehbücher waren das denn? Ich lese übrigens gerade hier die Animation, ob ich die abgestellt habe. Ich glaube, ich muss mal hier irgendwas ändern, technisch. Du Bei musst mir dich ruckelt es wahrscheinlich, ne? mehr bewegen. Warte mal. Ich bewege mich ja. Ich mache mal Folgendes hier. Ich kann auch immer diverse Tricks machen. Ich habe schon festgestellt, dass OBS manchmal gnadenlos ist, wenn ich nicht zwischendurch mal auf Skype geklickt habe. So, jetzt, Ja. da bist du. Da bin ich besser, ja. Und ich nuschel Bewegen kann schon ich. wieder, höre ich. Ey, das gibt's doch gar Ah, nicht. jetzt sehe ich mich Du selbst bist auch ein so bisschen besser. leise. Ja, ich nuschel, ich bin leise. Ey, das ist aber auch wirklich. Perfekt. Warte mal. So, jetzt mache ich Ja. mich mal lauter. Ha! So, jetzt geht es anscheinend ein Lauter. bisschen besser. Also ich sehe mich selbst ein bisschen bewegen. Das ist schon mal Ja, etwas. ist Ja. echt immer wieder faszinierend. Ich meine, diese Open Broadcast Software ist wirklich super, aber es ist halt eine Open Software. Naja, gut. Ja, Drehbücher. Das Ja, wollte ich das dich kann. fragen. Was waren das für Drehbücher, die du geschrieben hast? Wie ich dazu gekommen bin, das ist erstmal eine lustige Geschichte. Ich wurde mehr oder weniger ausgelost. Da war ich im letzten Semester des Studiums, das ist jetzt auch schon ja, 17, 18 Jahre her. Studiert habe ich Germanistik in Marburg, also deutsche und englische Literatur. Und Ja. als ich schon die Magisterarbeit geschrieben habe, gab es ein Seminar übers Drehbuchschreiben. Und es hieß, da dürfen nur 10 Leute rein. Es kamen dann aber so 100 oder 120 Studenten, die da mitmachen wollten. Und der Dozent, ein etablierter Drehbuchautor, sagte, das müssen wir auslosen, wer da jetzt reinkommt. Und ich war dann einer von den 10 Leuten, die von den Teilnehmern tatsächlich gezogen wurden. Und ich durfte an dem Seminar teilnehmen. Ja, und mit dem Autor habe ich dann nach dem Seminar ein bisschen Kontakt gehalten. Und irgendwann kam so die Frage, ob ich Lust hätte, an einem Pitch für eine Krimiserie mitzuarbeiten als Co-Autor. Und natürlich sagt man da ja. Und es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Das war dann letztlich die Kriminalserie, die Serie Kriminaldauerdienst, KDD im ZDF. Die hat 3 Staffeln insgesamt gehabt. Ich habe in der ersten Staffel ein paar Bücher mitgeschrieben, aber der Autor, das war Orkun Erdner, der hat alles, quasi die ganze Serie konzipiert, erdacht, alle Drehbücher geschrieben und überarbeitet. Also der war der Federführende, die Triebkraft hinter dem Ganzen. Für mich war das eine tolle Erfahrung, mal hinter die Kulissen des professionellen Drehbuchschreibens zu schauen. Aber ich habe auch so die Eigenheiten der TV-Branche kennengelernt. Und das war jetzt nicht so, dass ich da mein ganzes Leben in diesem Bereich ja, verbringen wollte unbedingt. Also es war wirklich super. Diese Serie hat auch den Grimme-Preis bekommen, den Fernsehpreis, alles Mögliche.
Mögliche. Gilt auch noch so als kleiner Geheimtipp für deutsche Serien. Ich finde sie auch nach wie vor als Zuschauer super. Aber leider auch nur 3 Staffeln geschafft letzten Endes. Ja, wir winken uns alle zu. Ja. Das Zeitverzögerte macht mich irre. Ja, das ist auch ein bisschen bekloppt. Ne? Ich muss auch zwischendurch hier reagieren, damit die Leute nicht denken, ich bin eingeschlafen. Ey, ja. Also ich höre aufmerksam zu. Weißt du, beim letzten Mal bin ich ausgeschimpft worden, weil ich zu viel getippt habe nebenbei, zu wenig aufmerksam zugehört habe. Jetzt bin ich mal aufmerksam, dann kriege ich auch schon wieder einen drüber. Ja. Also wir müssen immer zwischendurch, wenn einer von uns beiden viel redet, muss der andere sich einfach zwischendurch bewegen. Ja, okay. Gut. Was verdient man eigentlich als Drehbuchautor? Weißt du das? Weil ich höre da ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe mal, als ich Seminare gegeben habe, Anfang der 2000er bei der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh einen Autor kennengelernt, der hat damals ein Tatort-Drehbuch verkauft. Für unfassbares Geld. Unfassbar. Was war denn das unfassbare Geld? Weißt du das noch? 75.000 Mark oder so. Also ein Riesenbetrag. Und entweder er hat mir damals einen Bären aufgebunden, an den ich immer noch glaube, oder so viel. Ich meine, Tatort ist jetzt natürlich auch die große Nummer. Ja, schon. Also 75.000 D-Mark, soweit ich es aus meiner bescheidenen Perspektive einschätzen kann. Wie gesagt, ich habe jetzt seit 10 Jahren auch nicht mehr in dem Bereich gearbeitet. Aber das sind, also fünfstelliger Bereich für ein Drehbuch ist völlig normal. Zumal man ja auch die inzwischen die Rechte komplett abtritt. Also diese sogenannten Buyout-Verträge sind, soweit ich das weiß, inzwischen Standard im Fernsehen. Du bekommst einmal die doppelte Summe und hast dann alle Rechte abgetreten, bekommst aber keine Tantiemen. Mhm. Das war wohl für die Autoren der 60er, 70er Jahre war das natürlich besser. Die haben einmal eine gute Summe bekommen und bei jeder Ausstrahlung des Tatorts im dritten Programm gab es nochmal Tantiemen. Also du konntest Jahrzehnte, hattest du eine Einnahmequelle. Echt? Und das ist eine Tatsache. Und das ist natürlich für die Sender ein Problem, wenn du bei jeder Ausstrahlung auch nochmal Kosten hast und so weiter. Auch die ganze Verwaltung. Das ist so die offizielle Lesart, warum das mehr oder weniger abgeschafft wurde. Wie gesagt, alles aus meiner Perspektive und auch viel vom Hörensagen, weil ich selbst in dem Bereich gar nicht mehr so tätig bin. Auch das macht es natürlich relativ unattraktiv, zumal ja Fiktion im deutschen Fernsehen jetzt nicht so das Thema ist, das im Vordergrund steht. Ne? Ja, ja. Für das Geld, das du in einen Tatort oder auch in eine 10-teilige Serie stecken musst, kannst du jahrelang eine Gameshow produzieren oder irgendein blödes Reality-Format, das zwar keiner wirklich toll findet, das aber auch Ja, ich lese gerade das Blendlied hier. Ja, ja. Du kannst ein Reality-TV-Format billiger produzieren als eben Fiktion. Und das ist halt das Problem in Deutschland. Ich hoffe ja, jetzt, es kommt ja im März auf Amazon Video die erste in Deutschland produzierte Streaming-Serie. Wanted mit Matthias Schweighöfer. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob das was bewirken kann. Ja. Ja. Hast du von der Serie tatsächlich schon irgendwas mitbekommen? Mehr als nur die Werbung auf, wo sehe ich das immer? Amazon, glaube ich. Ja, es gab nur den Teaser-Trailer bisher. Kommt sich ein richtiger Trailer und dann sehen wir weiter. Mhm. Ah, so, ich habe, glaube ich, jetzt auch das richtige Mikro aktiviert. Ich habe nämlich eben mit Falco zusammen, ihr wundert euch vielleicht, warum wir beide retro-schwarz-weiß hier sind und nicht bunt und strahlend in Farbe. Wir haben uns nämlich beide mit der Logitech Webcam-Software hier auseinandergesetzt und da habe ich tatsächlich vielleicht mein Mikro aus Versehen geändert. So, jetzt bin ich aber auf jeden Fall übers Headset. Ihr könnt mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Ich bin übers Headset und ich mache jetzt, warte mal, ich mache den ultimativen Test. Es ist immer noch zu leise, steht da. Ja, höre ich auch. Aber vielleicht jetzt Kollege auch einfach. Guck mal, also ich bin jetzt so, also noch lauter. Ich kann das Mikro jetzt in den Mund nehmen, mehr geht aber einfach echt nicht. So. Mann, ey, das ist jede Woche, sagt sie. Wie klinge ich denn für dich, Falco? Bei mir kommst du super an, das ist kein Problem. Aber wir haben ja auch die direkte Skype-Verbindung. Ich schätze, irgendwas auf dem Weg zu Twitch geht verloren oder so. Keine Ahnung. Seltsam, ne? Aber bei dir nicht. Naja, gut. So, ich kann es leider jetzt auch nicht ändern. Aber, Also der Grund, warum ich schwarz-weiß sende, ist, ich sitze ja hier auf dem Land im Vogelsberg und für Farbe reicht es bei uns noch nicht. Wir haben nur eine ganz schwache Internetleitung. Also wir können nur Schwarz-Weiß-Bild senden von hier aus. Ja. Nein, Falco ist in der Tat aus Solidarität zu mir schwarz-weiß gegangen. Ich habe nämlich heute, ich habe so viele Flecken im Augenblick im Gesicht durch diese dämliche Hauterkrankung, die ich habe und sehe aus, als hätte mich jemand mit einem Teppichklopfer durchs Büro geprügelt und deswegen habe ich mir gedacht, ich schalte mich doch mal lieber
Auf Schwarz-Weiß, damit ihr keine Sorgen um mich haben müsst. Und übrigens noch eine Erklärung, weil ich das auch letztes Mal gefragt worden bin, warum guckst du immer so wild hin und her, wenn ich dahin gucke, so, ja, dann gucke ich auf OBS und gucke, ob der Stream noch vernünftig funktioniert. Und wenn ich dahin gucke, gucke ich Falco an. Und wenn ich dahin gucke, gucke ich auf euren Chat. So, in den ich aber nichts mehr reinschreiben darf, weil meine Tastatur zu laut ist, habe ich letztens gehört. Falco, deine Tastatur hört man auch, aber da schimpft natürlich keiner, weil du bist Ja, ja Autor, ja. ich habe hier eine mechanische Tastatur sogar, die ist extra laut. Und als Autor darf man ja da drauf rumdrücken. Wann hast du denn deine ersten Sachen für Computerspiele gemacht? Waren das die Übersetzungen, von denen du eben gesprochen hast? Und falls ja, wieso Übersetzungen? Ich meine, wo kommt Also, dein gutes Englisch her? der Einstieg, wer mich jetzt näher kennt, der kennt die Geschichte schon zu Genüge. Ich habe als Student, also ich kann erstmal ausholen, ich wollte tatsächlich auch gerne Drehbuch schreiben, studieren für Filme. Ich habe mich damals Mitte der 90er, als ich Germanistik studiert habe, bei der Filmakademie in Ludwigsburg beworben und die hat mich dann abgelehnt. Das war eine ganz seltsame Geschichte. Mir wurde dann irgendwie beim Vorstellungsgespräch gesagt, ja, Herr Löffler, Sie hätten das aber so und so machen sollen. Und ich sagte, ja, das hat mir aber keiner gesagt. Nee, ich sage, gehen Sie mal heim, so wird das nichts. Gut, dann halt nicht Filmbranche. Und im Jahr drauf dachte ich, Mensch, Computerspiele wären sowieso spannendes Thema, wie komme ich denn da rein? Durch Zufall eine Firma entdeckt in Frankfurt, die Computerspiele vertreibt. Das war die Firma Bomico. Ach, Bomiko. Ja, und da dachte ich, gut, wo kann ich, die entwickeln ja keine Spiele, aber vielleicht brauchen die ja auch ein bisschen Text, vielleicht in der Marketingabteilung. Also da beworben, genommen worden und dann im Sommer 3 Monate Marketing-Texte gemacht für Spiele. Aber hat auch schon frühzeitig gesagt, ich fände es super, je näher ich an die Spiele an sich rankomme, desto besser. Storytelling, Übersetzung und so weiter. Es kam dann auch so, dass die Firma ein Spiel einkaufte zum Publishen, das lokalisiert werden musste und es war sonst keiner da, der es machen wollte, also habe ich es übersetzt. Und das war natürlich einfach ein glücklicher Zufall zur rechten Zeit am rechten Ort. Bomiko, ist ja eine legendäre Firma, ne? Wie war, Oder. ja, wie waren denn deine Erfahrungen mit denen? Naja, da sind so komische Leute rumgefallen, wie jetzt sagen wir mal der Ralf Adam Ja. oder auch der Frank Fey oder der Wolfgang Dur, der Ingo Horn. Die haben da alle gearbeitet und ja, ich war als kleiner Praktikant da mittendrin, das war sehr lustig. Und es waren vielleicht 120 Leute in Frankfurt, in Kelsterbach zu dem Zeitpunkt. So eine alte Lagerhalle, die gleichzeitig eben das Produktlager war. Und es war eine sehr interessante Erfahrung einfach. Während ich dann als freier Mitarbeiter mitgearbeitet habe, zog die Firma um von Kelsterbach nach Dreieich in ein wesentlich repräsentativeres, größeres Büro. Und zwischenzeitlich wurde die Firma ja von Infogrames gekauft und wurde zu Infogrames Deutschland und so weiter. Es war eine spannende Zeit, das alles mitzuerleben. Aber ich selbst habe auch gemerkt, in so einem riesengroßen Konzern fühle ich mich nicht ganz so wohl. Deswegen war auch so mein Ziel, ich möchte näher an die Spiele an sich und lieber auch mit einem kleinen Team arbeiten. Und dann eben Studium abgeschlossen mit Ach und Krach und dann an die Firma Neon geraten in Frankfurt, also den Vorgänger von dem, was heute Keen Games ist. Ja. Und die suchten einen Level-Designer und hat so viel Verständnis für mich einzustellen tatsächlich auch. Und da war ich dann 4 Jahre tatsächlich. Als Level-Designer, gar nicht als Autor. Ja, Level Designer und Autor. Ich habe auch zwischendurch, ich habe alles gemacht, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Programmieren kann ich nicht, Grafik kann ich nicht, aber alles andere kann ich irgendwie. Und ja, es passte halt zu dem Zeitpunkt ganz gut, weil es wurden Gameboy-Spiele entwickelt und die waren relativ überschaubar. Kleines Team, kurze Entwicklungszeit, technisch nicht so anspruchsvoll, dass sogar jemand wie ich dann mitarbeiten kann. Also auch mit dem Design-Tool. Und ja, als dann eben Richtung PlayStation die Firma sich orientierte, habe ich schon gemerkt, das ist für mich dann langfristig doch nichts. Also richtig Level-Design in 3D-Umgebung ist mir persönlich zu komplex und ich wollte eigentlich auch immer in Richtung Schreiben gehen. Ja. Ja, an welchen Spielen hast denn du damals mitgearbeitet? Also, das wusste ich gar nicht, dass du als Level-Designer tatsächlich bei Spielen von den Jungs mitgemacht hast. Ja, das waren die ganzen Gameboy-Spiele, die Neon damals entwickelt hat. Pumuckls Abenteuer, das Geheimnis der Happy-Hippo-Insel, das Mausspiel für den NDR, da habe ich auch ein bisschen mitgearbeitet. Ich habe relativ viel Konzeptarbeit gemacht. Es gab dann auch andere Leute, die technisch wesentlich besser bewandert waren als ich, also Level-Designer-Kollegen, die eigentliche Ausarbeitung schneller und effizienter hinbekommen haben als ich. Ja, und dann ging es los mit Legend of Kay. Ja, das war dann so das große Das war PlayStation das große, 2-Spiel. genau, ja. Genau, und da habe ich auch versucht, Level Design zu machen, aber das war dann mittelfristig doch nicht meine Kragenweite, muss ich zugeben. Also hast du aber für Neon nicht als Autor gearbeitet?
Nicht als reiner Autor. Also klar, immer wenn Text gefragt wurde, egal welcher Form, dann war das mein Gebiet durchaus, aber phasenweise habe ich nur Level Design gemacht. Okay. Ich habe beispielsweise, wir hatten für ein Spiel, hatten wir, also für Legend of Kay wurde jemand bei Kampfsportbewegungen gefilmt und die Bänder mussten digitalisiert werden. Das war ja noch in der vordigitalen Zeit. Das habe ich dann übernommen beispielsweise auch. Habe ich eine Woche lang am VHS-Rekorder gesessen und die Dinger digitalisiert. Dafür war ich mir dann auch nicht zu schade. Ja. Was war denn das erste Spiel, wo du so sagen würdest, da stecke ich als Autor tatsächlich wiedererkennbar drin? Das ist mein Text. Ja, da würde ich wohl sagen müssen, die Ankh-Reihe oder Jack Keane, also die Adventures von Deck 13. Schlicht aus dem Grund, Deck 13 hat, mit Deck 13 bin ich relativ früh als Freiberufler in Kontakt gekommen, als die eben auch anfingen, Adventures zu machen. Und die Arbeit mit Deck 13 lief immer sehr, sehr gut und sehr, sehr positiv. Und auch so, dass die Texte, die ich dann geliefert habe, jetzt nicht grundlegend neu geschrieben werden mussten oder so. Also da kann ich dann schon sagen, gut, hier ist eine ganze Sequenz, die habe ich geschrieben, die erkenne ich auch wieder. Klar, die Idee, die Figuren und so weiter, das ist alles Deck 13, das stammt nicht von mir. Das will ich gar nicht mehr irgendwie auf die, in den Lebenslauf schreiben, aber zumindest kann ich sagen, da habe ich wirklich essentiellen Inhalt mitgeliefert. Wenn du übersetzt, bist du ja reiner Dienstleister und oder lektorierst. Da kommt ja nicht viel Schöpfungshöhe von dir rein, sozusagen. Aber ja, es ist auch immer schwer zu unterscheiden, wo muss ich wirklich jetzt irgendwie mich kreativ einbringen und wo bin ich reiner Dienstleister. Das ist oft auch beim Beginn eines Projekts nicht ganz klar. Welche Rolle hat denn deiner Meinung nach ein Autor bei dem Erstellen eines Spiels? Also ich Ja, komm. habe selber ja als Game Designer einige Spiele gemacht und wir wären damals gar nicht auf die Idee gekommen, einen Autor reinzuholen, sage ich dir ganz ehrlich, sondern es war meine Aufgabe als Game Designer, die Texte mitzuschreiben. Und wir haben sehr viele Texte gehabt, gerade bei dem Horst Schlemmer Weiße Bescheid Quiz, ne? Das glaubt man nicht. Aber gerade bei dem Spiel bin ich dann natürlich an meine funktionale Grenze gekommen. Das heißt, irgendwann war ich einfach völlig am Limit und wir mussten irgendwie über 500 Quizfragen abliefern. Und da bin ich dann auf einen alten Studienkollegen von mir zugegangen und habe den quasi als Notlösung rangeholt. Und das war das erste Mal, dass wir mit einem Autor gearbeitet haben. Wie Ja. siehst du die Rolle und die Funktion eines Autors? Ja, das ist komplett frei skalierbar und es kommt wirklich aufs Projekt an. Also sowas wie das Schlemmer-Spiel, da denke ich sofort an ein Aufbaustrategiespiel, wo ich dann auch als Autor dabei war. Du kennst das bei den Aufbaustrategiespielen, man klickt eine Einheit an und die meldet sich dann mit irgendeinem kurzen Satz, mit irgendeiner kurzen Meldung. Bei einem Fantasy-Spiel, ja, für die Horde, bereit, Sir, und so weiter. Und in dem Fall war das kein Fantasy-Spiel und es gab irgendwie, ich glaube, 100 verschiedene Einheiten. Oder, nee, ich weiß so viel was nicht. Also es ist eine zweistellige Anzahl Einheiten in fünf verschiedenen Ausbauzuständen und jeder sollte fünf verschiedene Reaktionen haben auf jedem Aufbauzustand. Effektiv war das eine Excel-Tabelle mit, ich glaube, 2.500 Einträgen, alles in allem. Und da bist du als Autor, da geht es nicht darum, dass du als Autor super originelle Sprüche in jeder einzelnen Zeile hast, sondern dass eben die verdammte Excel-Tabelle irgendwann fertig wird, weil ansonsten hältst du die ganze Entwicklung auf. Das ist der eine Job, den man als Autor erfüllt, also einfach nur der Textlieferant. Man kann bei einem Rollenspiel so auch rangehen, da braucht man wahrscheinlich mehr Autoren sogar. Man kann aber auch jemanden mit Textverantwortung in die Game Design Verantwortung nehmen oder umgekehrt, wie du gesagt hast, jemanden, der Game Design macht, der schreibt halt auch. Es kommt aufs Spiel an. In der Praxis, wenn viel Text gebraucht wird, ist das eine Doppelbelastung, die nicht funktioniert. Du kannst auch nicht Producing und Game Design machen. Das geht einfach nicht. Aber man sollte sich wirklich fragen bei dem Spiel, wie viel Schwerpunkt setzen wir auf die Story? Sollte da jemand noch dran arbeiten? Das muss kein Externer sein. Man kann auch wirklich einen Level-Designer irgendwo sitzen haben in der Firma, wo man merkt, hey, der hat das auch drauf. Und man muss nicht gleich deswegen irgendwie den Hollywood-Autor anstellen oder so. Aber man muss sich schon im Klaren sein, dass viele Leute, wie du sagst, das unterschätzen tatsächlich. Ein Fehler, den ich immer noch mache übrigens, auch jetzt nach 20 Jahren, dass ich selbst eine Anfrage habe für einen Job, schreibe noch mal Texte für das Spiel und ich denke, ja gut, das ist 5 Tage Arbeit und am Schluss werden es 3 Wochen oder so. Man verschätzt sich kolossal, sowohl bei der Auftraggeberseite, beim Producing, wie auch eben bei der kreativen Seite, weil das ist sehr, sehr schwer skalierbar und fassbar. Aber das Schöne ist, es ist eben total flexibel. Manchmal kannst du mit den internen Leuten alles schreiben und das funktioniert. Manchmal musst du
du eben was Externes dazu holen. Ja, wie sieht das denn aus, wenn du dein Produkt ablieferst? Wie viele Korrekturschleifen muss man da drehen? Also ich kann mir vorstellen, dass das, ob einem ein Text gefällt oder nicht, eine totale Geschmackssache ist. Ja, also die kreative Seite ist oder die Abnahmeseite ist tatsächlich sehr schwierig, weil man schreibt ja nicht, also man einigt sich, wir wollen das so gut wie möglich machen. Ja? Jeder hat daran Interesse. Eben die Firma, die das Spiel entwickelt, der externe Autor auch. Jeder will da was Geiles machen, das ist klar. Nur manchmal ist man eben überhaupt nicht auf einer Wellenlänge. Das kann beim Humor beispielsweise auch sein. Also der eine findet so einen sarkastischen Spruch an der Stelle total lustig. Jemand anders sagt, nee, das ist komplett geschmacklos, das können wir nicht machen. Und es ist dann immer sehr verlockend, zweistündige Skype-Konferenzen oder Meetings zu machen zu diesem Thema nach dem Motto, ist dieser Satz jetzt richtig oder nicht? Oder trifft das die Stimmung, die wir haben wollen? Die Überarbeitungsschleifen kannst du eigentlich vorher nicht festlegen. Das muss man eigentlich im Laufe der Zeit rausfinden, womit, was wollen wir? Wie zufrieden sind wir mit dem? Was ist wirklich das, was wir stilistisch, inhaltlich haben wollen in dem Spiel? Es treibt mich auch wirklich immer noch in den Wahnsinn. Ich mache das wirklich jetzt lange genug, dass ich immer noch nicht so richtig den Dreh raus habe, wie sich das ja, planen und machen lässt. Und allzu oft passiert es dann, du fängst ein Projekt an und denkst, hey, das ist genau mein Ding, da schreibe ich die Texte runter wie sonst was. Und nach 2, 3 Monaten merkt man, es wird immer zäher und irgendwie ist der Kunde anscheinend auch nicht so zufrieden oder das Spiel verändert sich schlicht. Das irgendwie am Anfang heißt, wir wollen die Story total in den Vordergrund stellen, aber dann merkt man, wir müssen ja erstmal das verdammte Spiel entwickeln und die Story können wir irgendwie später noch machen. Und plötzlich ist keiner mehr der richtige Ansprechpartner und plötzlich verändert sich alles. Und umgekehrt manchmal, man denkt, das ist ein komplett schwieriges Projekt, da Story oder Text zu machen, wird eine Heidenarbeit. Aber irgendwie klickt's und es passt einfach alles und man muss gar nicht groß überarbeiten. Also bei kreativer Arbeit, so ob man Bücher schreibt, Spiele entwickelt oder eben Drehbücher für Filme schreibt, diese kreative Wellenlänge muss einfach stimmen. Sag mal, wie intensiv bist du noch in so ein Projekt mit eingebunden, wenn du deinen Text abgegeben hast? Also vor allen Dingen bei der Auswahl der Sprecher nachher, bei der ich habe mir sehr häufig schon Spiele angeguckt, wo ich nachher gedacht habe, ey, eigentlich ein total geiler Text, aber bitte, bitte, wer spricht den denn da? Was habt ihr denn da gemacht? Hast du auf sowas noch Einfluss? Also ich meine, als Leider. Buchautor ist es völlig klar, ne? Da wird man wahrscheinlich einfach sagen, und ihr sprecht dieses Hörbuch auf keinen Fall, ohne dass ich die Sprecher freigegeben habe. So ist es leider auch nicht. Also wenn der Verlag sagt, wir machen jetzt ein Hörbuch daraus und du hast im Veröffentlichungsvertrag die Hörbuchrechte abgetreten, dann kann der machen, was er will, letzten Endes. Das ist natürlich, man wird als Autor immer eingebunden, sowohl beim Cover wie auch bei den Sprechern. Aber also man hat nicht das absolute Vetorecht. Aber natürlich möchte der Verlag konstruktiv mit dem Autor arbeiten, das ist auch klar. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau, Spiele. Ja, Spiele. es kommt relativ selten vor, wenn mein Text abgegeben wurde, wird er meistens ja auch mal intern noch überarbeitet, korrigiert oder überarbeitet nochmal. Meistens habe ich damit dann wirklich nichts mehr zu tun und ich freue mich irgendwann auf mein Belegexemplar. Es sei denn, ich wurde auch angeheuert, um eben im Tonstudio mit dabei zu sein oder die Tonaufnahmen komplett zu betreuen, Co-Regie zu machen. Eine Zeit lang habe ich das gemacht. Das hat auch Riesenspaß gemacht. Aber auch da wird es für mich persönlich immer weniger, wo ich nicht weiß, liegt das jetzt daran, dass die Lokalisation oder die Vertonung einfach weniger wert ist in der Spielentwicklung? Oder ist es einfach so ein, ja, kommt bei mir einfach nichts an und andere Leute machen das. Das kann auch sein. Aber ich habe das immer sehr gern gemacht. Die Arbeit im Tonstudio finde ich hochspannend. Das große Problem bei Spielevertonung bleibt aber weiterhin, es ist nicht machbar, organisierbar oder schlicht zu teuer, dass die Sprecher, die im Spiel miteinander reden, auch gleichzeitig im Raum sind. Also du hast dann irgendwie 3 Wochen lang Takes zu machen mit 15 Sprechern und die kommen einer nach dem anderen ins Tonstudio. Und ein Dialog, der noch so intensivste Dialog, kann sein, dass du Montag die eine Seite aufnimmst und die dann dem anderen Sprecher vorspielen kannst und der kann so halbwegs drauf reagieren. Aber letztlich, da ist keine Dynamik zwischen den Schauspielern, sondern du hast einfach nur die trockenen Aufnahmen. Und das ist immer wieder sehr schade. Das merkt man dann auch als Spieler einfach. Man sitzt davor und denkt, ja, es ist, wie du sagst, das wäre jetzt so schön, diese Stelle. Aber es wurde leider in der praktischen Umsetzung einfach nur runtergespult und macht keinen Spaß so.
Ja, sag mal, welche Spiele machen dir persönlich eigentlich am meisten Spaß? Also wenn du als erste echte eigene Spiele die Ankh-Reihe nanntest, ne, sind das Rollenspiele? Oder bist Nee, du. klassische Adventures waren das ja. Entschuldigung, meinte ich doch. Sind Adventures dein Lieblingsgenre auch gleichzeitig, weil da eben so viel Text drin ist? Oder spielst du am liebsten Call of Duty? Also eigentlich ja, eigentlich sind Adventures absolut mein Ding. Wer hinter mich guckt, warte mal, so auf der Seite da oben, da stehen ein paar, Oh ja. ein paar signierte Originale. Ja. Adventures sind mein Ding. Ich habe aber die letzten Jahre tatsächlich sehr wenige gespielt. Und ich habe mir auch für dieses Jahr vorgenommen, ich möchte jetzt endlich verdammt nochmal die ganzen Adventures spielen, die so liegen geblieben sind. Das ist das große Ziel. Davon will ich jetzt endlich mal ein bisschen mehr wieder spielen. Ein bisschen mehr Spiele, die Geschichten erzählen tatsächlich. Ich habe nämlich zu viel Zeit mit irgendwelchen lustigen, anderen Computerspielen verschwendet einfach. Und das muss ich mal ändern irgendwann. Muss ja auch wissen, wovon man redet, zum Beispiel mit dir hier. Ja, ich finde das hochspannend, weil sich die Art und Weise, wie man geschrieben hat für Spiele in den letzten 10, 12 Jahren ja massiv geändert hat, dadurch, dass das Storytelling, das klassische, ja ein immer interaktiveres wurde. Wie siehst du deinen Job heutzutage, wenn man über Geschichten für Computerspiele spricht? Dann muss man ja eigentlich interaktives Entertainment vor Augen haben, ja, und du weißt nicht, in welche Richtung bewegt sich der Spieler und. Ja. Was ist, oder nee, ich versuch's mal in eine Frage zu gießen. Welches Genre ist für dich denn die spannendste Herausforderung? Adventure stelle ich mir relativ einfach vor, weil es ja doch mehr oder minder linear ist, ne? Ja, im Prinzip ist jedes Spiel eine Herausforderung, weil man hat ja als Autor für Computer, also als Autor eines Buches oder eines Drehbuchs, hast du eine Geschichte und einen Inhalt und du musst herausfinden, wie kann ich das am besten erzählen. Wenn du Interaktivität dazu nimmst, ist immer die Frage, welche Art von Interaktivität? Heißt das nur, wir haben jetzt ein klassisches Adventure, das können wir in Akte unterteilen und mit Rätseln auffüllen? Ist es ein Rollenspiel mit einer großen offenen Welt? Oder mache ich ein Strategiespiel auf Missionsbasis? Also jedes Spiel hat eigene Gameplay-Regeln und eigene Regeln der Interaktivität. Also jemand, der super geile Adventures entwirft, macht nicht automatisch eine tolle Story für ein Strategiespiel oder so oder ein Actionspiel. Und umgekehrt genauso logischerweise. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich in jedem Genre schon, also jedem Spielegenre schon exzessiv gearbeitet hätte und da riesige Erfahrungen hätte. Das kann ich nicht behaupten, aber jedes Spiel an sich ist wirklich die Herausforderung. Also wie funktioniert das Spiel? Wie erzählt es die Geschichte? Was sind das für Leute? Wie ticken die, die das entwickeln? Ja. Und wie kommt man da letzten Endes zusammen? Und das ist wirklich wie, man hat mehrere Würfel in der Hand, die werden geworfen und das Ergebnis ist immer wieder ein neues. Ich habe letztens angefangen, die Zwerge zu spielen. Hast du das schon gespielt? Nee, gespielt noch nicht. Also natürlich von King Art und Markus, ja, werde ich mir irgendwann noch mal holen, aber ich habe jetzt bei Steam schon wieder genug Spiele gekauft, vor allem Adventures, die muss ich endlich mal nachholen, wie gesagt. Und Ja, aber ja. die Zwerge ist auf der Wunschliste auch schon ganz oben. Ja, da ist wirklich interessant zu sehen, wie gut die einem als Spieler das Gefühl vermitteln, dass man eigentlich Freiheiten hat, indem ich mich mehr oder minder wild auf einer naja, Weltkarte bewegen kann und gleichzeitig aber immer wieder in den sehr linearen Handlungsstrang reingepresst werde. Ja? Nein, du musst jetzt hier erleben, wie die Elfin an den Baum genagelt wurde. Und das finde ich sehr interessant. Sehr, also ich mag dieses Spiel unheimlich. Und gibt es für dich Spiele, wo du sagst, die haben mich aus Autorensicht, aus Storysicht total vom Hocker gerissen? Und damit meine ich jetzt vor allen Dingen deutsche Spiele. Also lass mal hier die Klassiker im Hintergrund außen vor. Ja, das ist schwierig. Linda hatte nämlich also Linda hatte ein paar Kommentare hier abgegeben. Ne, Empfehlungen, Doppelpunkt, Edna bricht aus, Harveys neue Augen, Deponia oder auch The Last of Us. Ja, und da sehen wir es wieder. Also in Deutschland haben wir Dedelic, klar. Keine Frage, großartige Spiele, tolles Storytelling, das stimmt alles. The Last of Us ist schon wieder was anderes. Ist erstens mal kein Deutsch und kein Adventure mehr. Aber wenn ich jetzt, also
Ich kenne natürlich auch nicht alle Spiele. Deswegen will ich jetzt niemandem Unrecht tun. Vielleicht gibt es da irgendein deutsches Indie-Projekt, das eine super geile Story hat. Es ist nur schlicht noch nicht auf meinem Radar aufgetaucht. Aber natürlich bin ich ein riesengroßer Fan von den üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Ich habe jetzt gerade weitergespielt mit Life is Strange. Kolossal geschrieben, super inszeniert, macht einen Riesenspaß, packt mich wirklich. Was mich am meisten begeistert hat letztes Jahr, war allerdings Firewatch. Firewatch. Weiß nicht, ob du das gespielt Ich habe hast. es nicht gespielt, nur ein bisschen was mitbekommen, aber erzähl ruhig mal. Das fand ich super beeindruckend. Es ist ja eigentlich nur einer von diesen sogenannten Walking-Simulatoren. Also ich laufe durch eine Welt und habe fast kaum Gameplay. Ich muss einfach nur so ein bisschen mal was anklicken, aber es geht mehr darum, orientiere dich in der Welt und genieße die Dialoge. Und die Dialoge funktionieren in dem Spiel ja auch nur per Funk. Also du bist ja ein Wächter irgendwo in der Wildnis und im Nachbarbezirk ist eben jemand anders auf seinem Wachturm, eine Frau, und mit der wird gefunkt. Und die Dialoge zwischen den beiden, davon lebt das Spiel. Und ich habe das, ich glaube, in 2 Abenden durchgespielt, war völlig fasziniert und gepackt. Allein schon der Anfang. Das ist ja immer so das Problem, beim Spiel schlüpfst du in die Rolle einer bestimmten Figur oder es ist eine komplette Leerstelle, diese Figur, dein Avatar, den du spielst. Den füllst du komplett mit dir selbst aus. Und Firewatch schafft das sehr schön, dass ich das Gefühl habe, ich bin selbst ich in dieser Rolle, aber ich spiele eine Figur mit einem Hintergrund. Und der Vorspann von Firewatch ist halb interaktiv. Es wird dir die Vorgeschichte deiner Figur erzählt, was die in den letzten Jahren an persönlichen Dingen erlebt hat. Und das nur auf Textbasis. Und ich saß davor, ich hatte Gänsehaut, das hat mich komplett reingesaugt sofort. Das habe ich selten erlebt. Statt dass irgendwelche komischen Cutscenes gemacht werden oder nur endlose Voice-Overs oder sowas. Ein ganz, ganz prägnanter, minimaler Text, unterbrochen von kurzen Sequenzen, in denen du nur quasi gezeigt wird, wie du aufbrichst in die Wildnis, sozusagen. Ganz, ganz toll. Und also um dieses Niveau überhaupt zu erreichen, dieses Niveau der Kunstfertigkeit, musst du viel Erfahrung haben. Das schüttelst du nicht aus dem Ärmel. Ja, und wie gesagt, also ich wäre, wenn ihr mir in den Chats irgendwelche Tipps gebt für deutsche Spiele, die Storytelling-mäßig ganz tolle Sachen machen, bin ich sehr dankbar, weil ich verliere selbst den Überblick auch ein bisschen in dem Bereich, weil man kommt ja nicht hinterher. Andi hat gerade eine Frage gestellt, wie groß ist eigentlich die Autorenszene? Kennt man sich? Gibt es auch internationale Verbindungen und Organisationen? Ich hörte mal was, dass es im Rahmen der IGDA sowas gibt, irgendwie Game Writer, irgendwas. Da ich selbst nicht international groß tätig bin, bin ich da nicht auf dem Laufenden. Vielleicht kann Linda dazu eher was sagen als ich im Chat. Da bin ich nicht informiert. Und die deutsche Spieleautoren-Szene, ja, die ist sehr gut vernetzt. Also die trifft sich immer auf dem Wo war das? Alle vier oder fünf treffen sich da immer und trinken dann Bier zusammen und Ja, planen das ist weitere. schön, dass du sagst, alle vier oder fünf, weil ich habe mich nicht getraut. Ich habe nämlich eben auch gedacht, naja, eigentlich kenne ich nur vier oder fünf Leute. Ja, Mehr sind es ich nicht, glaube, es ne? gibt auch wirklich nicht mehr letzten Endes. Also ich glaube, viele, ich bekomme immer wieder Mails von auch von Studenten oder Schülern, die sich sehr dafür interessieren. Das Problem ist aber, Ach, Nico ist auch da. ja, das ist einer, genau, das ist einer Ja. von denen. Das Problem ist halt wirklich, es gibt jetzt nicht so den einen Weg in dieses spezielle Tätigkeitsfeld. Und auch in der Spielebranche, gerade in Deutschland, gibt es kaum Stellen für reine Game Writer. Game Writer ist eine schöne Zusatzqualifikation, aber nicht die Hauptqualifikation in viel, sehr vielen Fällen. Und das ist auch normal. Es sei denn, wir würden andere Arten von Spielen entwickeln. Und wie gesagt, ich nehme jetzt Dedelec mal wieder komplett aus, dass bei denen ein Autor, speziell Poki, eine andere Rolle einnimmt. Das steht außer Frage, logisch. Und ist auch schön so. Ja, ich musste eben auch einmal kurz so innehalten, als Linda da ihre vier Top-Favoriten hingeschrieben hat. Dreimal Dedelic. Ja, und einmal ein ausländisches. Ja, okay. Sag mal, wenn du so ein Spiel gespielt hast wie Firewatch, doch Firewatch oder Fireguard? Firewatch. Juckt es dir dann in den Fingern, auch wirklich selber eine Spielidee zu entwickeln und mit einer Spielidee loszulaufen? Ja, tatsächlich immer wieder. Und ich möchte sehr gerne auch mal sowas machen. Also man hat auch mit 43 fast noch Lebensträume tatsächlich. Ja, verrückt. Also, oh, jetzt muss ich dir aber was zeigen. Ich muss mal Ja. ganz kurz aufstehen, bin gleich wieder da. Sekunde, Ja, erzähl mal so lange was. war schön mit dir, Falco. Tschüss. Ja, manchmal stelle ich halt sehr kritische Fragen und dann verlassen die Interviewpartner spontan einfach.
Die Kamera. Ja, so ist das. Linda, was ist denn, was meinst du denn hier mit Dramaturgen, dass es die leider gar nicht gibt? Ist der Unterschied zwischen einem normalen Autor und einem Dramaturg so groß? Sag mir das bitte mal. So, Falco, da bist du So, ja wieder. ich Hallo. bin wieder da. Ja, nämlich, wo wir gerade von der Derlich und so weiter reden. Ich habe hier, das ist mein erster Roman, den ich geschrieben habe. Wegen der Zeitverzögerung muss ich das jetzt 10 Sekunden hochhalten, bis ich selbst sehe, ob man es sieht. Aber ich gehe mal davon aus. Drachenwächter, die Prophezeiung. Das ist Ja. mein erster Fantasy-Roman gewesen. 2007 erschienen. Und Habe ich eine signierte Version zu Hause? ja, aber wir Sehr kennen uns ja nettes auch Buch war das. wirklich. Hat mir gut So, gefallen. und weißt du, dass es ein Spiel dazu gibt? Nee. Ne, doch, es gibt eins, das habe ich hier. Und jetzt kannst du mal gucken, wer das entwickelt hat, wenn man das sehen kann. Das war tatsächlich The Derelict. Derelict. Ach, guck. Ja, das ist nur ein kleines Minispiel, also es ist ein Suchbildabenteuer. Das ist, Ja. hat nur ein paar Motive und es wird so die Geschichte des Romans ganz, ganz grob nacherzählt. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das ein Spiel ist, das jeder Mensch unbedingt spielen muss, aber es ist wunderschön illustriert und ein nettes kleines Spielchen. Aber das richtig Geile ist, jetzt muss ich nochmal rüber hier. Ja. Das richtig Geile ist, es gibt eine. Oh, ist angestaubt. So, ganz so lange, egal. Es gibt eine englische Ausgabe dieses Spiels in einem ganz billigen Case. Ja. Da ist das Guardian Dragons. Und wenn du mal guckst, da steht mein Name oben drüber tatsächlich. Hey. Anders als bei der deutschen Version. Das Ja. Lustige ist, Ja. das Spiel ist, mein Buch ist niemals international erschienen, also mich kennt niemand. Und ich habe keine Ahnung, Ja. warum der englische Spieleverlag meinen Namen drüber geschrieben hat. Aber es gibt immerhin ein Spiel mit meinem Namen drauf. Ich hatte Ja, das ist zwar doch cool. Ja. wenig damit zu tun, aber und es hat auch kaum jemand gekauft, aber Life-Achievement ist erfüllt. Ja, aber trotzdem nochmal. Was wäre denn, wenn du jetzt eine Spielidee hättest? Ja, aber da müsste ich erstmal wissen, was soll das denn werden und wer bezahlt das Ganze denn? Ja, also So ein versucht Spiel. hast du es noch nicht, höre ich daraus, ne? Nein, nein, weil ich weiß ja, das ist tatsächlich immer die Frage, die wir Studenten stellen. Boah, ich habe eine geile Idee für ein Spiel und eine ganz tolle Story. Die könnte ich auch als Buch schreiben, aber ich möchte unbedingt ein Spiel daraus machen. Und ja, bei welcher Firma kann ich denn mal anfragen? Soll ich der Delik einfach mal die Idee schicken? Kannst du machen, aber in der Bringt aber Regel nichts. wartet keine Firma darauf, dass externe Leute sagen, boah, ich habe eine geile Spielidee. Ich kann zwar nicht programmieren, ich kann keine Grafik machen, ich habe nur eine geile Idee und ich habe viel gezockt. Das reicht nicht aus. Du musst schon mehr mitbringen. Du solltest wirklich am besten schon wirklich ein Team haben, am besten einen Prototypen. Und dann sind wir schon plötzlich beim Thema Firmengründung und nicht mehr, was wäre denn eine geile Spielidee, die ich umsetzen könnte. Na, das ist ein ganz anderes Thema. Und dann muss man eben Kurse machen, wie gründe ich eine GbR, wo melde ich meine Firma an und meine Marke und wer finanziert das eigentlich alles? Und diesen Schritt möchte ich persönlich nicht gehen. Ich bin kein Entrepreneur, ne? Das überlasse ich anderen. Aber ich versuche aktuell tatsächlich ein kleines Spieleprojekt mit einem Kollegen anzustoßen. Aber es ist noch lange nicht spruchreif. Das ist Okay. auch mehr so ein Hobbyprojekt, wie so viele Sachen, die man eben als Freiberufler immer wieder anstößt. Ich habe zum Beispiel tatsächlich gerade eine Anfrage: Mensch, konzipier doch mal ein Hörspiel. Und ich sage, ja, okay, kann man machen. Probiere ich mal. Aber man weiß nie, ob es wirklich was wird. Ich hatte eben der Linda eine Frage gestellt. Hier kommt jetzt die Antwort darauf. Will ich kurz darauf eingehen? Sie hatte ja geschrieben, dass es leider gar keine Dramaturgen gibt. Und ich habe dann halt gefragt, wo denn der Unterschied ist. Und dann hat sie geschrieben, Autoren schreiben, Dramaturgen schauen. Und zwar dann eher von einer Außenansicht drauf. Beim Film sind das zum Beispiel auch Skriptdoktoren. Was für Games extrem. Ach nee, wäre für Games extrem wichtig, zum Beispiel wenn es um eine Synchronisierung zwischen Story und Gameplay geht. Spannender Ansatz. Absolut. Wenn du ein Buch schreibst, hast du immer Lektoren, Lektorinnen, mit denen du arbeitest, die dein Buch auch sehr kritisch lesen. Beim Drehbuchschreiben sowieso. Ich habe auch schon quasi Story Consulting gemacht. Also, dass eine Firma sagte, wir haben eine Story, wir haben eine Idee, wir haben ein Spiel, wir hätten nur gern ein bisschen Hilfe, wie man das Ganze zusammenbringt. Linda bringt gerade Narrative Gameplay, das Narrative Design. Also wird ja Neudeutsch genannt von den jungen Leuten. Auch da greift, man weiß nie, wie das Produkt wirklich konkret aussieht. Also welches Gameplay haben wir? Und
wie kann man das Ganze synchronisieren? Also man braucht unglaublich viel Erfahrung beim Storytelling und bei der Spieleentwicklung, um da eben diese Rolle auszufüllen. Und ich glaube, das ist sehr schwierig, zumal keiner Firma ist hundertprozentig klar, wie diese Rolle auszufüllen ist. Wenn dann eben ein Dramaturg eines Spiels würde sagen, wir müssen jetzt hier noch eine Sequenz einbauen ins Spiel, die folgende Verhältnisse zwischen den Figuren erklärt, und zwar mit diesen und jenen Mitteln. Wenn dann der Producer sagt, dafür haben wir kein Geld, das ist kein Gameplay und wir haben andere Sachen, die wichtiger sind, dann passiert das nicht. Das ist dann für den Dramaturgen oder die Dramaturgin deprimierend. Man macht einen Vorschlag, der kann aber nicht umgesetzt werden. Und wenn es nur letztlich, wenn es dann auch noch schlimmstenfalls darauf hinausläuft, dass eben die kreative Ebene fehlt. Also so Dramaturgen und Autoren wollen gern die Metaebene reinbringen, das Subtile. Die wollen Sachen nicht aussprechen, sondern wirklich nur andeuten. Wenn dann vielleicht eine Firma da ist, die Storytelling-mäßig eher mit dem Holzhammer daherkommt und es soll Explosionen geben, es soll ein bisschen was Nacktes zu sehen geben und das ist egal und die Zielgruppe will eh nichts anderes, dann ist das auch für die kreative Story-dramaturgische Seite sehr deprimierend und das funktioniert dann einfach nicht. Ne? Wann wirst du als Autor eigentlich bei einer Spieleentwicklung dazugeholt? Also wenn man sich jetzt mal so die Autoren von irgendwelchen erfolgreichen Sitcoms ansieht, ja, die sitzen alle an einem großen Tisch und dann werden Ideen reingeworfen und gemacht und getan und dann irgendwann entsteht ein Drehbuch und dann irgendwann geht die Produktion los, ne? Und dann sind die Autoren meistens ja auch noch beim Dreh dabei. Das heißt, man merkt, der Nein, Gag nein, 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 nein. zündet Ach nicht. so, Doch, bei doch. Sitcoms, ja, Doch, doch, sorry. bei Bei Sitcoms Sitcoms, hast du ne? völlig recht, ja. Ne? Dann der Gag zündet nicht und dann muss was Neues her und dann wird spontan reagiert. Toll, tolle Umgebung für Autoren. Wie ist es bei Spieleentwicklung? Also das spontane Reagieren ist bei Spielen tatsächlich unumgänglich. Du musst die ganze Zeit spontan reagieren, weil eben sich irgendwas an den Entwicklungsumständen ändert. Oder weil der Publisher sagt, ihr macht ein Action-Adventure, aber der Action-Anteil ist besser, schmeißt mal den Adventure-Anteil raus. Und plötzlich musst du auch das Storytelling entsprechend ändern. So eine Art Writer's Room, dass wirklich die Story-Designer zusammensitzen. Ja, meistens gibt es ja nur einen oder zwei. Da passiert nicht viel, dass da zusammensitzen könnte. Wenn, Ja, dann hat man eben. aber wann wirst du dazugeholt? Ja, Also. das wechselt komplett. Also manchmal bin ich wirklich von Anfang an dabei, nach dem Motto, wir fangen jetzt an, das Spiel zu entwickeln. Es kommt eigentlich nie. Lass mich noch mal zwischenfragen. Heißt das, wir fangen jetzt an, das Spiel zu entwickeln? Die Idee und das Konzept stehen schon komplett und dann wirst du dazugeholt oder bist du Nee, schon bei der auch nicht. Ideenfindung Also dabei? wirklich schon bei der Ideenfindung, bei der Ah ersten Phase. ja. Kommt vor, kommt aber zu selten vor. Meistens ist man irgendwo mittendrin. Also, dass dann also ganz wirklich nur meine Erfahrung, dass dann eine Firma merkt, okay, wir haben zwar Story, wir haben eine Welt, wir haben so eine groben Richtung, in die wir gehen wollen, aber es fehlt noch so das gewisse Etwas. Dann komme ich oft dazu und versuche da das gewisse Etwas noch zu liefern, was manchmal besser, manchmal schlechter Ja. funktioniert. Am besten ist man natürlich von Anfang an dabei, das ist klar. Nur, ich muss es leider noch erleben, dass eine Firma auch sagt, wir heuern jetzt jemanden mal wirklich langfristig an. Ich erlebe es allzu oft, dass das so ein Hit-and-Run-Job ist. Du kommst jetzt dazu, die Story muss überarbeitet werden, es müssen alle Texte geschrieben werden und tschüss. Ja, das passiert leider viel zu oft. Das ist bei der Drehbuchentwicklung eben komplett anders. Aber da hast du auch eben eine komplette Schreibphase, wo nur Drehbuch geschrieben wird. Und wenn das Drehbuch fertig ist, wird produziert. Das gibt es eben bei der Spielentwicklung nicht. Du machst alles gleichzeitig, und zwar die ganze Zeit. Theoretisch müsste sich eine Firma, die ein sehr storylastiges Spiel entwickelt, einen eigenen Writers Room leisten. Ich habe mal gelesen, ich glaube, Ubisoft in Kanada hat sowas tatsächlich, aber halt eben projektübergreifend. Es war in der Edge mal ein Artikel über die Leute, die da arbeiten. Also da gibt es dann wirklich so eine Autorinnenzelle quasi, die von den ganzen Ubisoft-Studios angeheuert werden kann, so wir brauchen Beratung für die Story in unserem Spiel X. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist, das ist schon ein paar Jahre her, dass dieser Artikel da erschienen ist. Ja. Ist ganz interessant. Schau mal hier in unseren Chat. Wir haben ja den Andy, Mr. Threepwood, dabei. Der sagt gerade, wir haben Richard, denke ich mal, ganz früh dazugeholt und ohne das geht es auch nicht. Die Sichtweise braucht man früh, aber fast schon zu spät. Und das lag daran, dass es unglaublich lange brauchte, bis wir einen gefunden haben, der auch passte. Finde Ja, ich aber auch spannend, ne? das Finden, das ist so ein Thema, da bin ich selbst noch nicht ganz entschlossen, wie ich damit umgehen soll, weil
Natürlich, man muss eben als externer Autor Pitches machen. Ne? Also du musst anbieten, ich mache jetzt mal eine Probearbeit, ich gucke mir das Projekt mal an. Ich habe auch schon Sachen abgelehnt, wo ich gleich gemerkt habe, okay, das ist nicht meine Kragenweite, das ist nicht das, was ich schreiben kann oder will. Ne? Das ist völlig okay. Aber bis man einen findet, der passt, man kommt nicht drum herum, das auszuprobieren. Auch so ein Pitch ist oft nur eine kleine Probearbeit, um zu sehen, passt es so halbwegs. Aber man muss monatelang zusammenarbeiten, um zu sehen, dass es wirklich funktioniert. Und es ist natürlich sowohl für die Firmenseite, die dann eben sich jemanden ans Bein bindet, wo man dann vielleicht nach ein paar Monaten merkt, das passt nicht so doll, ist das doof. Aber auch für den Kreativen, der irgendwo sitzt, der da an dem Spiel mitarbeiten soll, ist das auch nicht schön. Und den Schritt, jemanden fest anzustellen, der ist natürlich immer besser. Es ist immer besser, du hast so eine Person in deiner Firma sitzen und kannst sie immer mal fürs Meeting überholen. Aber diesen Schritt gehen halt speziell in Deutschland die wenigsten. Und man kann es ja auch verstehen. Was soll diese Person machen in den langen Phasen, wo eben nur getestet wird, wo eben vielleicht mal zwischen zwei Projekten ist oder so, ne? Und nur Konzepte schreiben auf gut Glück ist dann auch deprimierend für die kreative Person in dieser Firma, die dann nie umgesetzt werden am Ende. Guck mal, Andi hat seine Textmaschine gerade angeworfen. Also zum einen ist es offensichtlich ein Deutscher, Richard Gobbett, ne? Heißt er. Nein, das ist kein Deutscher. Richard Gobbett, habe ich noch nie was von gehört. Kennst du den? Cobbett mit C, ich glaube, so ein Tippfehler. Ja? Dem folge ich bei Twitter. Ja. Also persönlich kenne ich ihn nicht, Ja, aber guck. ja. Okay. Ja, das wäre interessant, ne? Und er hat vorher mit 8 anderen Autoren gesprochen. Na, ist nicht schlecht, ne? Ja, ich wollte dich noch was zu einer Festanstellung fragen, ist mir gerade eingefallen. Ich meine, du sitzt ja nicht umsonst als freier Autor da. Würdest du überhaupt in eine Festanstellung gehen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch sehr blockierend sein kann. Ja, prinzipiell würde ich das tun, aber es käme sehr auf die Firma an. Also auf ein Abenteuer nach dem Motto, hier, wir sind ein Startup und wir wollen den Elder Scrolls Killer machen und brauchen jemanden, der Vollzeit die gesamte Welt entwickelt. Ja, da wäre ich ein bisschen misstrauisch vielleicht. Also auch speziell bei deutschen Firmen. Ich würde es nicht ausschließen, prinzipiell, das ist klar. Aber es müsste schon wirklich passen. Du Ich hattest, selbst bin achso, am sorry. liebsten Freiberufler. Das ist wirklich schon mein Ding. Nur man kann nicht ewig als Freiberufler existieren, wenn man eben nicht davon leben kann. Und ich kann auch nicht ausschließen, dass irgendwann ich in der Situation bin, dass ich einen Job brauche, schlicht. Ne? Ja. Ja, du hast gerade ein schönes Stichwort gegeben, was mich direkt zu einer Frage führt, die ich dir sowieso auch stellen wollte. Wenn du eine Geschichte entwickelst, dann entwickelst du ja selten die Geschichte nur für ein Spiel, sondern du entwirfst ja eine gesamte Welt. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine, wenn ich mir jetzt dein Arbeitszimmer angucke, ne, ich meine, du bist jetzt wahrscheinlich im Skype-Room, denke ich mal, ja, wo, Nein. im gut aufgeräumt, ordentlich sortiert, im Hintergrund eine, was ist das, eine Weltkarte oder was hängt da? Ich hätte mir mehr kreatives Chaos vorgestellt. Ich dachte, da hängen Tausende von Zetteln an der Wand und du hast ganze Welten hinten an irgendwelchen Flipcharts aufgezeichnet. Wie arbeitest du? Tatsächlich habe ich jetzt über Weihnachten endlich mal das Büro aufgeräumt. Ich glaube, das erste Mal seit einem Jahr oder so. Also ich sitze jetzt zum ersten Mal seit langem in einem überschaubaren Büro tatsächlich. Bei mir ist das Chaos mehr, also ich bin komplett kreativ im Digitalen. Ich habe zwar irgendwo noch einen Notizblock rumliegen, aber den benutze ich schon seit langer Zeit nicht mehr. Ich habe verschiedene Programme für Notizen. Ich habe meine Google Docs und so weiter. Da ist wildes Chaos. Also da passiert das Ganze. Ja, man entwirft bei der Spieleentwicklung eine ganze Welt, aber man hat eben die große Kunst ist, mit ganz wenig ganz viel zu erschaffen. Das gilt beim Bücherschreiben, beim Drehbuchschreiben. Also in der Hinsicht ist Spiele, Texte schreiben ähnlich wie das Drehbuchschreiben. Man hat relativ wenig Platz in der Regel und muss möglichst viel rüberbringen. Und natürlich jeder versucht, so eine Dialogzeile zu schaffen, wo in ein oder zwei Zeilen eine ganz tiefgründige Geschichte erzählt wird und eine ganze Welt entsteht nur durch eben diesen einen Satz. Das ist natürlich etwas, was nicht von heute auf morgen geht und was auch nicht am Anfang des Ganzen steht. Ich habe immer große Probleme, in so eine Spielwelt reinzukommen, vor allem wenn dann die Idee zu der Spielwelt von anderen Leuten stammt. Ich muss ja erst
Ich muss ja erstmal herausfinden, okay, wir haben uns hier eine Fantasy-Welt überlegt, also fiktives Beispiel, wir haben uns eine Fantasy-Welt überlegt, die soll natürlich ganz anders sein als Herr der Ringe oder World of Warcraft, aber die Fans davon sollen das auch ganz toll finden. Und deswegen haben wir folgende Hintergrundgeschichte uns für diese Welt ausgedacht. Und dann kommt so eine Liste von irgendwelchen Schlachten oder Ereignissen, die mal irgendwann passiert ist, von irgendwelchen Herrschern, die da irgendwas gemacht haben. Und ich muss erstmal herausfinden, okay, ja, was ist denn jetzt das Interessante an dieser Welt? Was unterscheidet die denn genau? Und wie viel soll ich da jetzt einbringen? Und wie reagieren die Leute, wenn ich sage, okay, lass uns diese Figur rausschmeißen, wir machen jetzt eine ganz andere. Sind die dann plötzlich entrüstet, dass ich ihren tollen Entwurf kaputt mache? Oder sagen die, ja, genau sowas haben wir gesucht, genau dafür brauchen wir dich. Das ist auch immer wieder, wie Andi vorhin sagte, man muss es ausprobieren, das passt oder passt nicht. Und man findet es nur im Laufe der Zeit raus, tatsächlich. Ja, Und lass uns die Spieleentwicklung mal für einen Moment ausblenden. Lass uns mal so tun, als würdest du einen Roman schreiben und du dürftest dir komplett frei so eine Welt entwerfen. Ich weiß, zu den Zeiten, als es Ascaron noch gab, als ich bei Michael Batti in den Raum gekommen bin, ja, der war vollgekleistert mit Bildern, mit Eindrücken, mit allem, was er für Sacred gebraucht hat. Und Sacred war ja so etwas in der Richtung, ja, man durfte einfach eine neue Spielewelt komplett erfinden. Wenn du jetzt eine Welt für ein Buch entwickelst, wie muss man sich das denn vorstellen? das Ich ist, meine, nehmen wir mal das ist ein Drachenwächter. Riesenthema. Nehmen wir Ja, mal Drachenwächter, ist ja ein schönes also Beispiel. Drachenwächter ist tatsächlich entstanden aus einem einzigen Bild heraus. Das basiert auf einer Kurzgeschichte, die ich vor Jahren geschrieben habe. Und die Idee für diese Kurzgeschichte war, wie kann ich Drachen zeigen, also rein visuell, wie ich sie noch nie gesehen habe. Und ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das würde, glaube ich, langweilen. Aber da war wirklich so, das sind diese Drachen. Die sehe ich so und daraus, warum sehe ich die in dieser Situation? Und davon abgeleitet hat sich die gesamte Welt entwickelt. Und aus der Welt haben sich die Figuren entwickelt. Andere Sachen entstehen komplett aus der Figurenseite. Also sowas wie, ich würde jetzt gerne meinen neuen Thriller in die Kamera halten, der ist aber leider immer noch nicht erschienen. Deswegen kann ich nur so davon erzählen. Ich hoffe, der erscheint jetzt im Januar tatsächlich endgültig. Ist ein schwieriges Thema. In dem Fall war wirklich eine der Ideen, die zu dem Buch geführt haben, also die Idee war, wir machen einen Politthriller, der in Berlin spielt, über Attentate in Berlin vor eben einem hohen politischen Hintergrund. Aber was hat mich an der Geschichte gereizt? Nämlich einen BKA-Beamten als Hauptfigur zu haben, der komplett introvertiert ist. Also einer, der wirklich gar nicht nach außen gehen will, der am liebsten in seinem Büro sich verzieht und da analytisch die ganzen Fälle bearbeitet. Für den es immer ein Horror ist, irgendwie vor die Tür zu müssen. Und der wird dann eben dazu überredet, okay, begleite mal den Innenminister nach Afghanistan. Und da geht alles schief, was schief gehen kann. Das ist so der Ausgang der Geschichte. Und von dieser Figur, von einem introvertierten Beamten, hat sich das Ganze entwickelt, die gesamte Handlung sozusagen. Das ist auch wirklich schwer zu erklären. Das ist wie einem blinden Faden zu erklären, wenn man versucht, den kreativen Prozess nachzuempfinden, weil ich weiß, der funktioniert bei anderen Leuten auch komplett anders als bei mir. Ja, aber mir geht es ja um dich, ne? Also wenn Ja. du jetzt dir 20 Charaktere aussuchst, zum einen, in welchem Programm arbeitest du? Kam mir gerade als Frage von Kesaja. Hast du ein spezielles Programm oder arbeitest du ganz linear in Word die Sachen runter, was ich mir nicht vorstellen kann? Und zum anderen, wie gehst du bei der Charakterentwicklung hin? Ich meine, du musst dir einen Namen ausdenken, Alter, ein soziales Umfeld, aus dem die Leute kommen. Das sind ja alles Informationen, da musst du die, wo kommen die her? Wie schreibst du die auf? Wie verwaltest du das? Auch da habe ich noch nicht den perfekten Weg gefunden. Also eine Zeit lang habe ich fast nur Scrivener benutzt. Ich weiß nicht, ob das, ich schreibe es mal hier in den Chat gerade rein, wie das Ja. heißt. Scrivener benutze ich auch. Das finde ich Scrivener echt. ist eine Autorensoftware, also nicht für Spiele, sondern eigentlich für Prosa-Autoren, hat auch eine Drehbuchfunktion. Das ist super, um eben Gedanken zu strukturieren, weil du ein virtuelles Whiteboard hast oder eine virtuelle Pinnwand sozusagen. Ich habe aber festgestellt, also dieser erwähnte Politthriller, den habe ich komplett in diesem Scrivener geschrieben und ich hatte am Schluss ein File mit dem ganzen Recherchematerial, mit mehreren Romanfassungen, mit tausenden Notizen. Ich habe komplett den Überblick verloren in dem Programm. Ich war nur noch beschäftigt, Metadaten zu editieren in dem Ganzen. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, ich werde mit dem Buch nie fertig, wenn ich jetzt nicht einen Export mache, nur die aktuelle Romanfassung in Word exportiere und da dann weiter bearbeite. Das hat tatsächlich dann das Buch gerettet. Ansonsten hätte ich den Wald nicht mehr vor Bäumen gesehen. Also das ist ein schönes Programm für den Plot,
für den Arbeitsschritt, ich plotte eine Geschichte, aber fürs eigentliche Schreiben benutze ich im Moment tatsächlich Google Docs hauptsächlich. Ah ja. Eben weil ich jederzeit darauf zugreifen kann, von jedem Gerät, es synchronisiert sich automatisch, extrem praktisch. Und ich habe eine ganz normale, einfache Notizensoftware für Ideen. Ich plotte inzwischen die Romane mit Google Sheets, also eine ganz einfache Tabelle, wo ich meine Sachen eintrage. Und ich habe festgestellt, ich bin niemand, der einen Roman komplett planen kann. Also ich kenne Kollegen, die konzipieren das gesamte Buch mit allen Details und dann schreiben sie es so, wie sie es geplant haben. Und dann gibt es das andere Extrem, Leute, die gar nichts planen. So, ich habe eine grobe Idee und ich muss jetzt die erste Szene schreiben und dann schreibe ich die zweite und dann die dritte und das Buch ist fertig. Ist bei mir auch nicht. Bei mir ist es immer so ein Mittelding. Ich weiß, wie ich anfangen will, dann schreibe ich das, aber dann muss ich wieder zurücktreten und erstmal überlegen, okay, was sind denn die spannenden Aspekte dieser Geschichte? Was könnten die Figuren denn jetzt noch untereinander machen, was das Ganze aufpeppt? Ja. Man verrennt sich manchmal, man muss dann vielleicht mal ein Kapitel wegschmeißen oder zwei, weil man vielleicht eine bessere Idee hat. Aber das ist das Ganze wert. Ich kann aber nicht anders arbeiten, habe ich festgestellt. Ich muss wirklich immer so auf Sicht fahren. Ich weiß, was im nächsten Kapitel ungefähr passiert, aber ich muss es schreiben, um dann zu sehen, was wirklich passiert. Es ist nicht so, dass bei mir die Figuren das komplette Eigenleben entwickeln. Nein, ich bin schon so der Puppet Master, der die ganzen Figuren kontrolliert. Aber, also es kommt nicht vor, dass eine Figur mich komplett überrascht, so wie manche Autoren sagen das im Interview. Und dann hat er die Waffe genommen und hat einfach geschossen. Sag ich, nee, das passiert bei mir nicht. Wenn ich will, dass der schießt, dann der schießt, wenn ich will, nicht umgekehrt. Du bist doch auch ein großer Stephen King-Fan, ne? Ich habe gerade mal hier, Steve, Entschuldigung, ich habe das hier mal einen Link reingepackt, ja, das Leben und das Schreiben. Hast du bestimmt gelesen, Ja, ich glaube viermal. ne? Der hat ja den Ansatz, dass er sagt, ich habe eine Idee, Genau. ich fange an zu schreiben und dann übernehmen die Figuren komplett. Ja, ganz genau, ganz Ne? genau. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Ich würde spätestens auf der 300. Seite würde ich hätte ich wahrscheinlich vergessen, was die Nachbarin aus dem ersten Kapitel in dem und dem Satz zu dem und dem gesagt hat. Also ich wäre, glaube ich, ein komplett anderer. Ach Brendel, du Blödkopf. Der macht sich darüber lustig, dass ich Steffen gesagt habe. Tja, den schmeiße ich gleich raus. Den schmeiße ich raus aus allen Netzwerken. Ich bräuchte diese Struktur. Ich habe das auch, als ich das Buch gelesen habe, habe ich so gedacht, ja, es ist ein geiler Ansatz, aber irgendwie für mich wahrscheinlich nicht funktional. Ja, nee, auch da gilt ausprobieren, schreiben. Ich glaube, Neil Gaiman hat mal gesagt, das Allerwichtigste ist, dass man fertig wird. Also es ist immer sehr verlockend. Man hat ein Drittel, man hat eine Romanhandlung im Kopf, man hat ein Drittel oder die Hälfte ungefähr geschrieben und dann wird es anstrengend. Dann passiert eben das. Moment, ich habe doch am Anfang was geschrieben, was jetzt nicht dazu passt. Eigentlich müsste ich jetzt zurückgehen und das alles überarbeiten. Und dann gehen plötzlich Tage und Wochen ins Land und man hat immer noch irgendwie seine 150, 200 Manuskriptseiten, ist nicht weitergekommen, hat man immer wieder überarbeitet. Und das wird so anstrengend und plötzlich verliert man das Gefühl für die Hauptfigur, was will die eigentlich? Oder man merkt ganz objektiv, hoppla, die macht eine Sache, die komplett unlogisch ist. Das ganze Kapitel passt da nicht mehr rein. Ich glaube, Neil Gaiman sagte, man muss wirklich erstmal diese erste Fassung fertig bekommen. Überarbeiten kann man später. Das ist wirklich der nächste Schritt. Also man muss dann auch mal sagen, okay, ich mache mir eine Notiz im Dokument. Das Kapitel muss ich überarbeiten, aber ich schreibe jetzt trotzdem das nächste. Und das ist wirklich wichtig. Sag mal, wie wichtig sind denn für dich Lektoren? Ja, sehr wichtig. Also die Zusammenarbeit mit Lektorinnen und Lektoren absolut nötig, weil die oft auch Sachen sehen, die man selbst nicht sieht, wegen der Betriebsblindheit tatsächlich. Und es ist natürlich eine unterschiedliche Skalierbarkeit, wie stark Lektorinnen oder Lektoren eingebunden werden bei dem Ganzen. Also nehme ich die schon in der Konzeptphase dazu, um die Idee abzusprechen. Also normalerweise macht man das ja schon mit der Agentur. Um das erstmal zu erklären. Also, ich schreibe nicht ein Buch und schicke es an die Verlage. Ich bin zum Glück schon einen Schritt weiter. Ich bin bei einer Agentur unter Vertrag. Das heißt, ich habe eine Agentin, der sage ich, du, ich habe eine Idee. Wir schreiben einen Roman über Lamas, die im Taunus wandern. Und dann sagt sie, oh, das ist super, das verkauft sich gerade, das ist toll, mach mal ein Konzept. Oder sie sagt, nee, das ist gerade gar kein Markt, also lass es lieber. Und so tastet sich dann, ja. Lass mich ganz kurz einhaken, weil du sagst, nee, das ist gerade gar kein Markt. Da passt super die Frage von Carsten dazu. Welche Settings funktionieren 2019? Sci-Fi, Horror, Western, Thriller. Ich weiß aus einem anderen Gespräch mit dir, du hast gesagt, naja, die Verlage, die haben ja ein Programm, das geht ja über die nächsten 2, 3 Jahre und dann suchen die genau für in 2 Jahren brauchen wir das und das Thema. Wie
ist denn das für dich als Autor? Ich meine, da kommt deine Agentin zu dir und sagt, in 1,5 Jahren ist Sci-Fi ein Riesenthema. Wir brauchen unbedingt ein Sci-Fi-Buch. Dann setzt du dich hin und schreibst ein Sci-Fi-Buch oder. Nein, so einfach ist es dann nicht. Man versucht schon, also man guckt ja nicht nur auf den Markt. Ich würde auch verrückt werden, wenn ich jetzt nur drauf gucken müsste, was verkauft sich denn? Dann müsste ich ja eine Mischung aus 50 Shades of Grey und Harry Potter machen oder sowas. Und das wollen wir alle nicht. Man guckt natürlich, wohin gehen Trends, was ist gerade angesagt. Nur mein Eindruck ist eben, es lässt sich noch weniger berechnen als früher. Also als Herr der Ringe in die Kinos kam, die originale Trilogie, Herr war Ringe. das Harry Ringer. Nein, als Herr der Ringe in die Kinos kam, die drei Teile, hat das eine riesige Fantasy-Welle ausgelöst. Ne? Und plötzlich war alles fantasifiziert. Auch Markus Heitz hat eben dadurch seine ganze Karriere auch mit aufbauen können, weil eben die Zwerge da in diesem Fahrwasser mit abgehoben sind. Das ist schön gewesen. Dann kommt eben der Hobbit in die Kinos und löst gar keine Fantasy-Welle aus, also keine fühlbare. Es kommt Star Wars wieder ins Kino, aber deswegen ist nicht überall Science Fiction. Also der ganze Markt ist auch durch die Digitalisierung, schätze ich, durch die Vernetzung, einfach wesentlich schnelllebiger geworden. Und das macht es für die Verlage gleich doppelt schwierig zu sagen, was ist denn der Trend 2019 am Buchmarkt? Das wird irgendwas sein, was wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr komplett einschlägt, womit niemand rechnet. Und also ich denke in der Hinsicht überhaupt nicht strategisch. Was ich jetzt gerade tatsächlich konzipiere, ist ein Science-Fiction-Thriller. Einfach, weil ich darauf Bock habe. Und weil meine Agentin nicht gesagt hat, nee, du, das verkauft sich jetzt gerade überhaupt nicht, also lass es lieber. Ah Wenn sie ja, das okay. gesagt hätte, hätte ich die Entscheidung gehabt, schreibe ich das Ding jetzt trotzdem, weil ich es will, oder sage ich, nee, ich schreibe jetzt auch einen Serienmörder-Thriller mit 50 Shades-Aspekten oder so. Das Ja. würde sich verkaufen. Ja. Oder auch hier im Chat geht es um die Zombies. Ja, Zombies ist auch so ein Zombies Ding. geht immer, ne? Naja. Ja, geht immer, aber wir haben schon diesen Zombie-Overkill schon wieder. Setzt man da jetzt vielleicht aufs falsche Pferd, wenn man sagt, wir machen einen originellen Zombie-Roman? Also Ja, schwer zu ja. sagen. Ja. Da kochen alle nur mit Wasser. Niemand weiß, was wirklich einschlägt. Und man versucht sich natürlich an Trends zu orientieren, ohne sich zum Sklaven des Trends zu machen. Ja, 50 Shades of Reichardt wäre natürlich. Ja, das unbedingt. 50 Shades of Zombies, ja. Also, unser Chat hier ist wieder gefüllt mit kreativen Wahnsinnigen. Das Ja. ist sehr beunruhigend, wer Ja, uns hier also so zuguckt. Aber. ich würd Carsten wirklich gern beantworten, was 2019 der Trend ist, aber also auch so die Gespräche mit den Autorenkollegen oder auch mit Verlegern und Lektoren, da weiß wirklich niemand so richtig, was passiert. Und in der Verlagswelt ist es ja immer noch so, also bei den großen Verlagen, man macht immer eine Vorschau für 6 Monate, wie ich gesagt habe, eben länger im Voraus, und die ist dann erstmal festgeschrieben. Also du setzt dann alle deine Karten auf dieses Genre und denkst, das haut dann rein. Aber es ist ähnlich wie bei der Spieleentwicklung. Du fängst jetzt an, ein großes Spiel zu entwickeln. Das kommt aber erst 2019 überhaupt auf den Markt. In einen Markt, der sich schlimm, mehr noch als der Buchmarkt, grundlegend gewandelt hat bis dahin wahrscheinlich. Sag mal, wie wichtig ist denn für dich als Autor, gerade wenn du jetzt sagst, ich schreibe jetzt einen Thriller, was komplett anderes als dein Drachenwächter damals, wie wichtig ist denn für dich deine Community? Entschuldigung, du bist ja als Twitterer wahnsinnig aktiv, ja, und du ballerst ja jeden Tag mehrere unfassbar geile Wortwitze raus. Schmerzhaft, ja. Und ich wundere mich immer, dass du auf der einen Seite, du als Autor, so Sachen machst wie Fantasy, ja, gleichzeitig du aber als Falco gar keine Fantasy-Community irgendwo bedienst, sag ich mal, ja? Ja. Und gleichzeitig gehst du jetzt hin und sagst, ja, Fantasy war mal, jetzt mache ich einen Politik-Thriller oder Cyberpunk-Sci-Fi-Thriller. Wie nah bist du denn an deinen eigenen Fans? Sitzen da Leute und sagen, ach Mensch, der hat mir so gut gefallen, immer her damit? Ich will einen Also, zweiten Teil von Drachenwächter? Oder sagst du, ah, die also 2000 Leute, die das Buch gekauft haben, die ignoriere ich jetzt? Ja, also die ich müssen habe, jetzt damit klarkommen, dass sie einen Polit-Thriller kriegen. meine Community bei Drachenwächter ist ziemlich genau 2 Personen, die alle paar Jahre mal bei Twitter nachfragen, wann denn Teil 3 kommt. Das ist wirklich alles. Mehr gibt es da, glaube ich, nicht.
Nee, also ich war schon immer jemand, der querbeet gelesen, gesehen und gespielt hat und alles Mögliche machen wollte. Und das lebe ich halt aus. Das ist strategisch wahrscheinlich schlecht, aber ich habe ja jetzt auch nicht den einen Mega-Erfolg mit diesem einen Genre, wo ich unbedingt drinbleiben muss. Der erwähnte Stephen King erzählt ja, glaube ich, auch in dem Leben und Schreiben oder in einem anderen Text von ihm. Er hatte Carrie rausgebracht. Dann sein zweites Buch war auch wieder eine Horrorgeschichte. Ich glaube, es war Brennen muss Salem. Und als er dann sein drittes Buch rausbringen wollte, ich glaube, das war Feuerkind, Firestarter, sagte seine Frau zu ihm: Also Mensch, dir ist schon klar, wenn du das jetzt machst, bist du erstmal Horrorautor. Da kommst du nicht mehr, also du willst aber auch gerne mal Fantasy schreiben oder irgendwas anderes. Aber wenn du jetzt schon wieder also den dritten Horrorroman in Folge rausbringst, dann bist du in der Schublade. Und er hat damals, sagte er selbst, nicht groß drüber nachgedacht. Es lief gut und er hat das weitergemacht. Er hat dann natürlich auch so ein Standing erreicht, dass er eben Fantasy schreiben konnte. Das Auge des Drachen beispielsweise, der Talisman. Nur da musst du erstmal hinkommen, ne? Und es wäre natürlich blöde zu sagen, das funktioniert, das mache ich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich schmeiße jetzt alles weg und schreibe was ganz anderes. Ich bin immer begeistert, wenn etablierte Leute was Neues versuchen. Da bin ich auch immer der Erste, der das unterstützt. Aber natürlich wäre es auch strategisch doof, das komplett dann sein zu lassen und zu sagen, ja, ich mache jetzt wieder was ganz anderes. Habe letztens mal bei einer Tasse Bier mit jemandem gesprochen, der darüber nachdenkt, über Patreon sein nächstes Buch zu finanzieren. Das fand ich auch ganz spannend. Setzt aber natürlich voraus, dass du halt irgendwo eine Community hast, die halt sagt, so, alles klar, das Thema finde ich geil, bin ich bei, du kriegst jeden Monat 5 € von mir. Hast du über sowas mal nachgedacht? Nachgedacht ja, aber dieser Community-Gedanke ist tatsächlich das Problem. Und vor allem, was sollte ich dann liefern? Jeden Monat ein PDF mit einer Kurzgeschichte und meine gesamten Twitter-Witze in gebundener Form oder was? Das Naja, will, ich glaube ich, meine, für auch deine niemand. Twitter-Witze würde ich tatsächlich Geld bezahlen. Die finde ich halt wirklich gut. Aber ich meine, jetzt mal gesponnen, ja, wenn du sagen würdest, liebe Leute, ich habe vor, die nächsten 4 Jahre ein Cyberpunk-Universum zu entwickeln und das und das und das zu machen, und du damit public gehst und Leute dafür begeistern kannst, dass sie dir dafür Geld geben und sagen, jo, cool, mach, hier ist mein Geld. Da verdient man doch wahrscheinlich sogar mehr dran, als wenn man ein Buch schreibt, dann Pech hat, dass der Verlag das irgendwie erstmal 1,5 Jahre irgendwo im stillen Kämmerchen liegen lässt, weil es dann doch nicht mehr in den Katalog gepasst hat. Das fände ich Ja, spannend. also im Prinzip finde ich das spannend. Es gab ein paar Kollegen, die per Startnext ihre Bücher finanziert haben. Ich habe das sehr genau beobachtet. Die Bäcker, die sie hatten, waren immer so, also weniger als 100, 70, 80 in dem Bereich. Die haben dann vielleicht 20, 30 Euro für die signierte Hardcover-Ausgabe des Buches was gegeben. Das reicht dann, um eben den Druck zu finanzieren und die Auslieferung dieser Bücher, aber eben nicht für mehr. Und das ist schon das Problem, zumal man dann eben die ganze Fertigung auch selbst am Hacken hat, worauf ich jetzt nicht so heiß wäre. Ich würde auch Was ja. tatsächlich, also jetzt ist es weniger ein Interview, was ich hier mache, sondern eher ein Meinungsaustausch. Ich glaube auch nicht, dass das das Ziel sein kann, sondern du müsstest eigentlich eher eine geschlossene Online-Plattform haben, wo man als Patreon rein darf und sich dann in der Geschichte mit austoben darf, Ideen reinbringen kann, ja, und dann sieht man am Ende des Wochenendes, was hat Falco wieder geschrieben, die nächsten 3 Seiten sind online und so weiter. Oh, das würde mich ja so unter Druck setzen, das wäre nichts für mich. Allein deswegen Ne? schon. Nee, also was bei Patreon ja so super funktioniert im Moment sind die Podcasts, ne? Dass eben so Das stimmt. seltsame Leute wie der Gunnar mit seinem Stay Forever, Gunnar und Christian, dass die da riesigen Zulauf haben, weil die eben dann auch kontinuierlich Content liefern können. Und weil das eben ein Podcast ist und du alle 2, 3 Wochen eben deinen Pfeil hochladen musst. Aber ein Roman schreibe ich nicht so in Etappen. Ich kann ja nicht irgendwie sagen, hier, ich schreibe das erste Kapitel, kann ich, aber will ich nicht. Ich schreibe das erste Kapitel, stelle das online, Leute lesen, gebt mir Feedback, ich schreibe dann schon mal weiter und dann kommt das Feedback und ich muss das Feedback irgendwie einarbeiten, sonst sind die Bäcker enttäuscht oder so. Nee, lass mal, am liebsten möchte ich mich, gebt mir viel Geld, ich will mich 2 Jahre irgendwo einschließen, schreibe das Buch und dann bekommt ihr es. Das wäre mir am liebsten, aber ich hätte jetzt keine Lust, bei Startnext dafür was aufzumachen, um dann eben 1.500 € zu bekommen, weil davon kann ich nicht 2 Jahre leben letzten Endes. Da ist dann die Zusammenarbeit mit den großen Verlagen dann schon besser. Also ich versuche schon zweigleisig zu fahren.
Schwerpunkt ist natürlich die Arbeit mit der Agentur, um eben einen hochbezahlten Vertrag bei einem großen Verlag zu bekommen. Das ist immer das erste Ziel. Will ich gar keinen Hate draus machen. Aber wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch den Weg des Self-Publishers gehen und sein E-Book rausbringen. Ich habe das ja nur gemacht mit meinen gesammelten Kurzgeschichten, einfach nur zum Spaß und zu sehen, erreicht das überhaupt sein Publikum und wie ist der technische Vorgang überhaupt? Werde ich wahrscheinlich nochmal machen, aber jetzt nicht eben, dafür nehme ich mir jetzt nicht 2 Monate Zeit, um das nächste Buch exklusiv im Eigenverlag rauszubringen. Da ist das Potenzial einfach zu gering. Wie ist denn das Image von Self-Publishing? Das war ja eine ganze Zeit lang unheimlich verpönt. Ja, das ist wechselhaft. Ein etablierter Verlagsautor guckt natürlich zu den Self-Publishern und sagt, ja, ihr habt es nicht geschafft, ne? Ihr macht das nur hobbyhalber. Dass einige von, also so die richtig gut bezahlten Self-Publisher, die verdienen richtig gutes Geld. Aber das ist wie mit den YouTubern, ne? Da gibt's so den Reichardt mit seinen paar Leuten, die ihm zugucken. Und dann 79 gibt's, Followern hier auf ja, Twitch, genau. Und ja. da gibt's einen Gronkh, der dann wirklich davon leben kann, Naja, so ne? sehr Das viel ist, mehr hat er jetzt auch nicht. genau, ein paar mehr. Ja, also der ein paar Nullen mehr. Die Nullen gucken bei Gronkh. Also, das ist so der Unterschied. Du kannst das alles machen, aber es ist auch genauso unabsehbar, hat das Erfolg oder nicht. Also ich finde halt beim Self-Publishing ist das Schöne, du hast die komplette Kontrolle. Du kannst dein Cover selbst machen, du bist selbst voll dafür verantwortlich, du Deinen bekommst Kaffee kannst du deine selbst kompletten machen? Umsätze. Du musst auch nicht mit, du kannst so weit nicht mit Lektorinnen oder Lektoren streiten, wie du willst und nicht, also läufst keine Gefahr, den Verlag zu verärgern damit letzten Endes. Also ich würde gern weiterhin beides machen und was davon erfolgreich ist, ist mir persönlich egal, abgesehen davon, dass ich das Schreiben an sich einfach mag. Und das ist ja mein Ziel dieses Jahr, mal wieder ein Buch zu schreiben. Ja. Du hast mir in einem privaten Chat, auf den ich jetzt natürlich nicht eingehe, ja auch ein bisschen Natürlich. was zu 2017 geschrieben. Was sind denn so deine Pläne fürs nächste Jahr? Ja, dadurch, dass ich jetzt schon seit Jahren keinen Roman mehr rausgebracht habe, muss dieses Jahr mal wieder ein Roman von mir erscheinen. Gut, der eine ist jetzt schon seit längerer Zeit fertig und erscheint hoffentlich auch bald, aber ich muss auch mal wieder einen schreiben, tatsächlich. Also ich hab ja zwischenzeitlich lustige Sachbücher geschrieben, die dann leider keine Bestseller wurden und damit ist dieses Standbein dann auch wieder weggebrochen. Und im Moment bin ich wirklich so ein bisschen am Sortieren. So, die Steuer ist fertig vom letzten Jahr. Was mache ich denn eigentlich dieses Jahr? Und ich habe mehrere solche Pitches in der Luft nach dem Motto, ich schreibe jetzt mal so die ersten 30, 40 Seiten dieses Romans oder vielleicht auch für ein Spiel irgendwas und dann gucken wir mal, was davon an der, dann werfen wir alles an die Wand und gucken, was hängen bleibt. Und das, was hängen bleibt, wird dann auch gemacht tatsächlich. Aber ich will auf alle Fälle dieses Jahr mal wieder mehr schreiben. So, das ist blöd, wenn ein Autor sagt, ich will dieses Jahr mehr schreiben, aber ich meine damit die eigenen Sachen. Also geschrieben habe ich letztes Jahr auch, aber das war mehr Dienstleistung und ich hätte wieder verstärkt Lust auf eigene Sachen tatsächlich. Lass uns mal mit dem Blick auf die Uhr, wir sind jetzt auch schon seit sagenhaften, weiß ich nicht, 1 Stunde 20 Minuten abzüglich der paar technischen Probleme am Anfang sind wir jetzt auch schon online. Lass uns noch mal einen Blick auf 2017 werfen, auf die Spiele, die da erscheinen. Auf was freust du dich denn als Falco ganz besonders? Ach Gott, was habe ich mir denn gekauft bei Steam? Ich kann ja mal gucken. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Spiel, auf das ich mich konkret freue, abgesehen von einem natürlich. Das ist aber logischerweise, ich habe hier die Visitenkarte des betreffenden Herrn, ne? Also Thimbleweed Park von Ron Gilbert. Ne? Ach, wie geil. Okay. Das Ding das er bei Kickstarter eingestellt hat, ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Also darauf freue ich mich mit Abstand am meisten natürlich, weil das eben, ja, das, wie die Spiele da hinten, der Klassiker, also ein ganz klassisches Adventure im klassischen Pixel-Look von Ron Gilbert, was will man mehr? Alles andere, ja, gucken wir mal, was da kommt. Es kommt, glaube ich, kein neues Rocket League raus, insofern muss ich mir da auch keinen Kopf machen, da kann ich nur das alte spielen. Und ansonsten meine Steam-Backlist, ich habe jetzt angefangen, die Blackwell-Reihe zu spielen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von Watchat Eye Games. Nee, kenne ich Das nicht. sind auch Pixel-Adventures, ganz klassisch. Ein einzelner Entwickler aus New York macht das seit Jahren. Und ich habe jetzt die ersten zwei Teile, ich glaube, es sind fünf insgesamt durchgespielt. Toll geschrieben, schöne Pixel-Grafik. Auf sowas habe ich gerade selbst Bock. Und da spiele ich dann lieber die alten Sachen der letzten Jahre, die ich verpasst habe, als mich eben verrückt zu machen wegen dem einen GTA, das nächstes Jahr kommt oder so. Ich hab hier meine PlayStation stehen. Ich freue mich auch immer auf ein neues Uncharted, immer auf ein neues Spiel von Ueda, ne? Last Guardian steht auch Ah noch im ja. Regal, spielebereit. Aber man,
du kennst das, es erscheinen 1000 Spiele, man kommt eh nicht hinterher. Es kommen auch noch 1000 Serien bei Netflix und Bücher werden auch noch geschrieben von irgendwelchen Leuten. Also ich bin schon froh, wenn ich halbwegs ein paar Adventures spiele dieses Jahr und dann doch lieber die alten. Was sind denn die Lieblingsautoren des Autors Falco Löffler? Also ja, Stephen King, haben wir schon gehört. Stephen King, ja. Theo Pratchett. Ja, bei mir, ich bin ganz klassisch aufgewachsen, also mit den üblichen Verdächtigen. Stephen King habe ich halt als Jugendlicher entdeckt und das war ein Erweckungserlebnis, wie es andere Bücher bei anderen Leuten haben. Da habe ich wirklich gedacht, das ist exakt das, was ich lesen will. Und seitdem bin ich dabei. Und King hat mich auch ein paar Mal enttäuscht als Autor, manchmal, meistens aber nicht. Und ich bin immer froh, wenn es ein neues Buch gibt, auch wenn es ein schlechtes Buch ist von ihm. Terry Pratchett, ja, leider kommt nicht mehr so viel wahrscheinlich, aber ist eben auch ein, steht auf dem Podest ganz oben, zusammen mit eben Douglas Adams natürlich. Mhm. Ja, und das sind so die drei, also das Triptychon der Heiligen bei mir. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele Autoren, die ich auch noch sehr gerne lese. Philip K. Dick, Brian Aldiss, Harry Harrison, auch so die klassische SF. Mhm. Was deutsche Autoren angeht, gibt es auch ein paar. Also ich lese auch den Herrn Heitz gelegentlich mal, ja. Den Christoph Hardebusch. Mein guter Freund Christoph Lode, wenn der zuguckt, ja. Mhm. Ich lese von den deutschen Autoren tatsächlich, also jetzt aus dem Fantasy-Bereich, tatsächlich Markus Heitz und Bernhard Hennen am liebsten. Mhm. Also den Bernhard Hennen, finde ich, der schreibt so solchen dem Elfenvolk angemessene Bücher. Also ich finde, der hat so eine unheimlich schwebende, schöne, dich an die Hand nehmende Sprache und ich verschwinde in dessen Büchern innerhalb von 5 Minuten. Das finde ich. Also ich kenne Bernhard, aber nicht seine Bücher, muss ich zugeben. Ah, insofern. Hast du noch nicht. Ich bin auch nicht so der Elfen-Fan, kommt mir vielleicht noch dazu erschwert. Ja, ich finde, der hat das ganz geil gemacht, dass gerade bei die Elfen gar nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. So, es ist ganz interessant, das zu lesen. Also solltest du mal irgendwann in einer ruhigen Minute mal anfangen. Ich lese gerade, was wir von Fitzek halten, Sebastian Fitzek. Richtig gut, also ein paar Bücher von ihm gelesen. Mhm. Vielleicht habe ich die falschen erwischt, aber die Idee war immer die gleiche. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Also das hat mich jetzt nicht so zu dem großen Fitzek-Fan gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, er hat so den einen Twist in den Geschichten und den reizt er immer wieder aus. Aber ich habe mich bestens unterhalten mit den Büchern und ich hätte kein Problem, von ihm mehr zu lesen tatsächlich. Mhm. Aber gerade so im deutschen Krimi-Bereich gibt es einiges. Ich lese jetzt gerade den Kollegen Siegfried Lange beispielsweise, der hat auch ein paar sehr schöne Thriller geschrieben. Da gibt es viel. Mhm. Wie viele Bücher liest du so im Jahr? Gar nicht so viel. Ich weiß auch schlimm, wenn ein Autor das zugeben muss. Ich muss auch dazu sagen, ich habe echt sehr spät angefangen, als Jugendlicher zu lesen. Mhm. Also mein Sohn ist 11 und der liest nur Comics. Und da denke ich einerseits, oh Mann, der muss doch jetzt in dem Alter anfangen, auch Bücher zu lesen. Und dann fällt mir ein, ich habe eigentlich erst mit Stephen King angefangen, als ich 14, 15 war und vorher fast keine Romane gelesen, dann aber umso mehr. Mhm. Als Student habe ich sehr, sehr viel gelesen, aber jetzt so komme ich vielleicht auf 20, 30 Bücher im Jahr. Das ist, will ich gar nicht höher machen, als es ist. Das ist dann wahrscheinlich schon viel bei mir. Das ist aber, also für mich ist das schon enorm viel. Ich komme bei weitem nicht auf so viele Bücher im Jahr. Die Zeiten, wo ich so viel lesen konnte, sind vorbei. Ne? Hier ist noch eine schöne Frage. Wie viel spielst du? Ich zocke tatsächlich jeden Tag, würde ich sagen. Also jeden Tag mal so 1 bis 2 Stunden. Was heißt denn nur Comics? Ich möchte es relativieren, Linda. Ich habe nur die ganz einfachen, die lustigen Taschenbücher und sowas gelesen tatsächlich. Und habe dann den Fliegenwechsel zu der Prosa gemacht. Ich habe tatsächlich nie diese hoch angesehenen, besseren Comics gelesen. So diese Graphic Novels. Das war nie auf meinem Radar tatsächlich. Ich weiß, da habe ich viel verpasst und auch das ganze Manga-Zeug müsste ich eigentlich kennen oder verinnerlicht haben. Nee, es war nie bei mir. Stephen King schreibt so schnell, ich komme nicht hinterher. Mhm. Wie viel ich spiele, ja, also 1-2 Stunden am Tag ist durchaus normal. Das ist eigentlich auch zu viel, aber wie gesagt, ich möchte jetzt schon endlich mal meine ganzen Adventures nachholen. Insofern ist das auch Recherche, um damit wieder gerechtfertigt, das zu tun. Schau mal, hier kommen jetzt noch ein paar schöne Fragen dazu. Ne? Hilft es einem Storywriter eigentlich selbst auch mehr zu spielen? Auch für die Kommunikation mit dem Team? Oder reicht es, sich auf sein Fach zu konzentrieren?
Also, wenn du Story machst für ein Spiel, musst du die Spiele kennen. Da kommst du nicht drum rum. Ich bekomme alle paar Monate, ich habe auf meiner Homepage eine FAQ zum Thema Gamewriter. Ne? Wie wird man Gamewriter? Was macht man da? Und das treiben dann immer irgendwelche Leute auf und die schicken mir dann eine Mail und haben vielleicht noch ein paar Fragen. Und das sind dann auch Leute dabei, die etablierte Drehbuchautoren sind. Und die dann sagen, boah, ich würde auch gerne mal was an Games machen. Und wenn man danach fragt, ja, selbst Spieleerfahrung, eine PlayStation daheim stehen oder ein Steam installiert, nö, gar nichts, null. Die spielen da nicht mal Mobile Games oder so. Mein Ansatz ist dann immer zu sagen, nee, dann kannst du auch keine Geschichten für Spiele entwickeln und nicht für Spiele schreiben. Na, man kann immer Text liefern, logisch. Aber wenn man nicht weiß, wie dieses Spiel funktioniert, wenn man nicht selbst Spieler ist, kann man das einfach nicht machen. Man kann natürlich theoretisch sich mit Fußball auseinandersetzen. Man kann nur Fußball gucken und alle Bücher drüber lesen. Aber gegen den Ball zu treten, ist dann schon wieder was ganz anderes. Und der Kai, der fragt, wann das neue Buch kommt, ja, ich weiß es nicht. Es hängt immer noch im Limbo beim Verlag und ich warte selbst gespannt auf weitere Instruktionen. Ja, Kai stellt jetzt hier noch eine Frage, Kai, auf die wir jetzt nicht nochmal groß eingehen, weil die haben wir eben im Video schon ausführlich besprochen, Writer's Room und so weiter. Ne? Hättest du mal früher kommen müssen, Kai, Hättest du ja? mal von Also, Anfang an zugehört, lieber Kai. Mein was Gott. hat er auch einen seriösen Beruf? Ich meine, diese Anwälte heutzutage, die arbeiten Nee, es ist auch tatsächlich immer was, ne? wichtig, dass man seine Follower disst, dass man denen Druck macht, dass man einfach sagt, ey, so geht's aber nicht. Ne? Ist ganz wichtig. Weil ich habe noch eine Frage an dich. Artsy Draft. Hast du damit mal gearbeitet, mit diesem Tool von Nevigo? Ja, aber auch nur so als Trockenübung. Also es war jetzt noch kein Fall, dass ich an einem Spiel gearbeitet habe, das auch Artisy Craft eingesetzt hat. Entweder habe ich am Spiel gearbeitet oder ich habe mit Artisy Craft gearbeitet. Aber es gab noch keine Überschneidung dabei. Ich freu mich, dass es ein spezialisiertes Tool gibt, zumal aus Deutschland. Und es scheint ja auch gut angenommen zu werden, soweit ich das sehen kann. Und ja, aber ich würde gerne mal ein Projekt haben, wo ich da auch in der Praxis damit arbeiten kann. Aber das war dann meistens doch eher Excel tatsächlich. Ne? Ja, ich war eben ganz überrascht dazu gesagt, dass du deinen Plot in Excel machst. Ja, du hast einfach eine Tabelle. Nach dem Motto so, in der einen Spalte steht Kapitelnummer, in der zweiten steht, welche Charaktere kommen jetzt vor, dann eine Kurzbeschreibung des Kapitels, dann noch ein paar Notizen vielleicht und eine Timeline, ganz wichtig. Nach dem Motto, diese Szene spielt jetzt zu der Uhrzeit, das andere ist eine Rückblende, das war dann. Also ich kann tabellarisch mir sowas ganz gut plotten, aber andere Leute machen es Interessant. ganz anders. Interessant, ja. Also das war für mich neu. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas in Excel auszuprobieren. Ne, da Kann ich bin hier ich. Bilder anhängen? Nee, wohl nicht, Du ne? kannst, glaube ich, deinen Bildschirm teilen. Ach so, nee, das machen Sowas wir nicht. Das machen wir Verrücktes. nicht. Ja. Nee, da seht ihr meine Steam-Bibliothek hier. Das wäre ja peinlich. Ha! Ja, solange wir nur die sehen, ist alles in Ordnung. Ja. So, jetzt schaue ich noch mal, ob es hier noch irgendeine Frage gibt, die wir Ja. unbedingt noch Es gibt so viele beantworten sollten. Fußballbücher, ja. Ja, Es gibt sehr schöne Fußballbücher, die aufdecken, wie die FIFA funktioniert. Kann ich sehr empfehlen. Von diesem einen Journalisten, den Namen gerade vergessen. ja. 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 Nee, ich sehe jetzt hier gerade keine, aber wir geben euch jetzt noch mal die letzte Chance, Falco alles zu fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet, weil er muss ja antworten, wir sind live. Ne? Ich meine, klar, du Ja. kannst auch wieder aufstehen wie eben und einfach aus dem Bild gehen. Es sei denn, man guckt das bei YouTube. Wenn man da kommentiert, ist es nicht mehr live. Na, das muss man dazu sagen. Ja, deswegen ist das so wichtig, habe ich jetzt auch gelernt, dass ich hier die Kommentare immer vorlese, weil der Chat ist ja nachher weg. Ne? Schau mal hier, Linda hat noch was. Wie siehst du die Potenziale des dynamischen Storytellings? Moment, ich muss mal ganz kurz was anderes. Naja, wir machen dann. Das ist eine sehr allgemeine Frage, Linda, die du natürlich genauso gut beantworten kannst wie ich. Was heißt dynamisches Storytelling ganz konkret? Ist da erstmal die Frage. Heißt das, die Geschichte passt sich an? Heißt das, die Figuren passen sich an? Beides passt sich an. Grundlegend im Gespräch mit Leuten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sehe ich immer dieses Missverständnis. Also bei den erwähnten klassischen Autoren, die gerne was mit Spielen machen wollen, die denken, man müsste eine Geschichte einfach mit mehreren Enden schreiben und schon sei sie interaktiv. Das ist natürlich Blödsinn. Das müssen alle müssen sich damit weiter befassen. Dynamisches Storytelling im Sinne von, es ändert sich alles, da muss man immer die Grenzen setzen. Also was kann sich ändern, was kann sich nicht ändern? Und das ist dann tatsächlich keine Story-Entscheidung, sondern eine Game-Design-Entscheidung. Und dann kommt eben wieder ins Spiel, wie ist der Autor in das Projekt eingebunden, in die gesamten Entscheidungsabläufe, in die Game-Design-Abläufe. Und Potenziale,
Storytelling in Spielen ist schon immer dynamisch. Jetzt kommt noch was. Die Geschichte passt sich an die Handlung des Spielers im Unterschied zum normalen Interactive Storytelling an. Ja, das Anpassen ist wirklich schwer zu entscheiden. Also die Handlungen des Spielers sind vorgegeben vom Game Design. Also welche Interaktionsbreite habe ich in diesem Spiel? Ist das eine offene Welt oder eine linear ablaufende Welt? Ist schon mal so ein Anfang. Ich nehme jetzt Life is Strange, weil ich das selbst gerade gespielt habe. Life is Strange, tolles Spiel, wie gesagt, hat mich sehr fasziniert, aber es passt sich auch sehr stark bei den Handlungen des Spielers an. Oft sind es aber binäre Entscheidungen. Also sowas wie, da soll was Schlimmes passieren, ich kann einschreiten oder nicht. Wenn ich einschreite, wird es verhindert. Wenn ich nicht einschreite, passiert es. Die Geschichte geht in beiden Fällen weiter. Das ist dynamisches Storytelling, das entwickelt sich. Ich habe aber eben im Spiel die Funktion, ich kann die Zeit zurückspulen und kann meine Entscheidung revidieren. Ich finde es sehr geschickt, wie Sie das gemacht haben, ob man jetzt A oder B macht. In beiden Fällen sagt das Spiel, bist du dir sicher? Hast du wirklich das Gefühl, war das wirklich so die richtige Entscheidung? Also deine eigene Entscheidung wird in Zweifel gezogen, egal was du machst. Das ist sehr hinterhältig. Life is Strange passt sich eigentlich gar nicht an. Na, das sind so ein paar Fälle, die nur passieren, wenn man bestimmte Sachen nicht macht. Aber was heißt dann dynamisch, wenn sich also Life is Strange ist nicht dynamisch, oder sagen wir kaum. Wir können ja eine Story in einem Spiel nicht komplett verzweigen lassen. Also du kannst dem Spieler nicht am Anfang eine ganz grundlegende Entscheidung geben, die alles verändert. Also wenn du Ist Walking Dead vielleicht ein besseres Beispiel? Wenn du bei Walking Dead eine Entscheidung triffst, du kommst dann trotzdem immer wieder so auf den Hauptstrang zurück. Selbst wenn eine Figur stirbt, die jetzt in dem einen Strang noch eine Rolle spielt, es ändert nicht komplett den Verlauf der späteren Episoden. Es geht immer darum, wo werden die Barrieren gesetzt, wo werden die Grenzen gezogen, was der Spieler in dieser Story beeinflussen kann. Weil alles an Story-Inhalt muss designt und getestet werden und produziert werden. Und ich meine, selbst so was ganz Banales wie eben die Tonaufnahmen können explodieren, wenn du tausend neue Szenen machst, die sich eben anpassen können. Es wird Gothic erwähnt, Elder Scrolls, irgendwelche Rollenspiele sind schon von Grund auf dafür geschaffen, eben kleine Geschichten in einer großen Welt zu erzählen, die sich eben bis zu einem gewissen Grad auch gegenseitig beeinflussen können. Aber das ist dann nicht mehr so diese cinematische Unterhaltung. Das ist auch nie, das sind mehr diese missionsbasierten kleinen Versatzstücke an Story, die man in einer beliebigen Reihenfolge erleben kann. Aber man kann dann auch sagen, okay, habe ich diese Mission hier gespielt und habe die wichtige Figur gerettet, dann kann die auch später noch auftauchen. Das große Problem, das ich immer wieder sehe, ist, man verliert komplett den Überblick, also auch beim Testing. Das können ganz grundlegende Sachen sein. Eine Figur ist tot, die taucht dann aber eben in der Fantasy-Welt doch wieder auf und steht da rum. Oh Gott, wir haben irgendwo vergessen, den Schalter umzulegen, dass der nicht da ist. Oder eben ganz banal, wie die Leute aufeinander reagieren, dass eben in der Spielwelt irgendwas Grässliches passiert und die Passanten stehen dabei und es interessiert sie überhaupt nicht. Das ist diese Dynamik, die ich gerne in Spielen haben möchte, dass eben Leute aufeinander reagieren. Weniger, dass die Storys sich endlos verzweigen. Und da haben wir noch viel, viel Arbeit vor uns letzten Endes. Carsten hat was Längeres geschrieben. Storytelling für Games. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Meiner Meinung nach muss man dazu nicht. Ich glaube, Vielspieler, nicht Videospieler sollte das werden. Muss man dazu nicht Vielspieler sein? Die Wahrscheinlichkeit, dass man scheitert, ohne zu wissen, wie Spiele funktionieren, ist natürlich weitaus höher. Auf der anderen Seite steht einem Autor aber auch keine Konvention im Weg. Jeder kann grundsätzlich alles, nur er muss eben beweisen oder man muss es ihm beweisen lassen. Ja, also Carsten will ich nicht widersprechen. Der Dalek durch die stürmischen Gewässer der Spielentwicklung führt, der weiß, wovon er redet. Ja. Naja, aber genau das ist natürlich die Herausforderung, Leute es beweisen lassen. Ja. Also ich meine, wer hat schon das Geld und die Ausdauer, neue Autoren tatsächlich mal an ein Spieleprojekt zu setzen? Außer Ja. eben die kleinen Indie-Teams, ne, die neue Leute suchen oder eigene Leute aus ihrem eigenen Netzwerk mitbringen. Ja. Also was ich immer den Leuten sage, die sich dafür interessieren, ladet euch Twine runter.
Installiert Twine, guckt euch ein Tutorial an und dann versucht mal eine interaktive Geschichte in Twine zu entwickeln. Und dann merkt ihr nämlich ganz, ganz schnell, was das für ein Arsch voll Arbeit ist, selbst Kleinigkeiten in der Erzählung zu ändern, was das für Folgen hat. Und auch die technische Umsetzung des Ganzen kann dann plötzlich sehr, sehr komplex werden in diesem ganz simplen kleinen Gratis-Tool. Ja, der Nico wirft einen natürlich eine Frage der richtigen Tools. Na, Nico entwickelt ein Tool, das natürlich das die eierlegende wollmilchsau Sound Storytelling sein will. Ja. Und ich verfolge das auch sehr gespannt. Ja. Nico, sag doch nochmal, wie das Produkt heißt. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Wir haben ja eben ein bisschen Schleichwerbung hier für Nevigo gemacht. Jetzt ist deine Chance, uns zu erzählen, was ihr da in Berlin entwickelt. Ja. Wahrscheinlich fällt es mir auch gleich wieder ein. Ja, mir liegt es auch auf der Zunge. Ja. Linda, wir können uns natürlich auch nochmal dazu austauschen. Also, wenn ich Life is Strange durchgespielt habe, dann spätestens dann können wir gerne mal telefonieren, beispielsweise. Ohne den Stefan hier. Gamebook. Ja. Technology, genau, ja. Gasmebook. Ja. Gasmebook. Gamebook Technology. Gamebook, okay. Ja, cool. So. Ich hab einen besseren Vorschlag. Ja, bitte. Orgasmbook. Oh Mann, ey, Falco, jetzt habe ich Orgasm gesehen, jetzt wird das Video von YouTube gesperrt. Die ganze Arbeit wieder umsonst. Ja. Na gut, so, pass mal auf, wir kommen jetzt einfach mal zum Ende. Falco, hast du noch irgendwelche unseligen letzten Worte? Ach nee, die Katze hinter mir schläft auch schon. Also insofern war das wohl, ja. Nein, ich hoffe, das Jahr wird ein bisschen schöner und produktiver als das letzte, sowohl bei mir als auch in der Welt. Und vielleicht vermeiden wir auch den Atomkrieg. Oh, warte mal hier, Hexenterror weint schon. Oh, also die letzte. Da ging was unter. Da müssen wir nochmal. Darf Antworten ich meine Frage nochmal wiederholen? Wie viel Prozent sind Talent, wie viel Handwerk? Oh Gott. Ja, das ist echt auch verflucht. Also, ist der Prozentsatz bei Büchern, Drehbüchern oder Spielen unterschiedlich? Schwer zu sagen. Es kommt drauf, also das eine geht nicht ohne das andere. Man kann es auch nicht mal grob sagen. Es ist eher, also ich glaube, es ist weder Talent noch Handwerk, es ist Sturheit. Irgendwann beschließt man, ich möchte jetzt schreiben. Und dann macht man das. Dann gibt es Leute, die sagen, das ist gut oder das ist weniger gut. Und man merkt auch sehr schnell, kann ich das oder kann ich das nicht. Und dann ist der entscheidende Faktor, man bleibt dran. Man schreibt einfach weiter, am besten jeden verdammten Tag. Und wenn man das Talent hat, kann man das bis zu einem gewissen Grad durch die eigentliche Arbeit ausarbeiten. Das Handwerk ist, also es gibt Leute, die sehr viel Talent haben, die müssen sich gar nicht so sehr bemühen, was Tolles zu schreiben. Und andere Leute müssen jahrelang Millionen von Wörtern schreiben, nur um in den Flow zu kommen, um so den Rhythmus zu bekommen, um ihren eigenen Stil zu entwickeln und dann werden sie gut. Und es gibt eben diese Naturtalente, die können das einfach, andere müssen arbeiten. Idealerweise macht man beides. Ich behaupte aber mal, jeder von uns ist jetzt nicht gerade übermäßig begabt oder ein kleines Leonardo da Vinci-Genie, sondern man muss eben diese Handarbeit machen. Ich würde niemals jemandem sagen, du hast kein Talent, lass das schreiben. Oder ich würde den Leuten eher sagen, du musst mehr dich auf deinen Hintern setzen und tatsächlich schreiben. Also das Handwerk ist das Entscheidende. Das Handwerk ist das Entscheidende, um wirklich damit was zu erreichen. Es gibt halt, vorhin wurde Sebastian Fitzek genannt, das ist so ein Fall. Ich kenne zufällig die Geschichte, der hatte einen Thriller geschrieben, das an eine Agentur geschickt und hatte irgendwie alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und der Agent sagte ihm dann, machte ihm eine lange Liste, was er alles falsch gemacht hat und nach dem Motto, so, schmeiß es weg, ist alles nichts, lass es. Und er hat sich dann hingesetzt, hat das Buch nochmal geschrieben. Und das war dann tatsächlich sein Debütroman und er hat gleich reingeschlagen. Also er hat wirklich die ganzen Verbesserungsvorschläge umgesetzt, er hat sich damit befasst, er hat gelernt, nur durch, also das Talent war da, aber er hat dann eben sich auf seinen Hintern gesetzt und das Handwerk umgesetzt. Und ich glaube, viele scheitern eben an diesem Schritt, sich wirklich sich hinzusetzen und an sich zu arbeiten und immer wieder zu schreiben und weiterzumachen. Es ist natürlich auch deprimierend, wenn man das jahrelang macht und irgendwie nicht auf den grünen Zweig damit kommt. Das kommt auch noch dazu. Wo lernt man deiner Meinung nach das Handwerk des Schreibens am besten? Indem man sich hinsetzt und schreibt. Und, ja, aber du brauchst auch ein Feedback. Es gibt ja unheimlich viele Leute, die sind der Meinung, sie schreiben unfassbar tolle Lyrik. Naja, also Stephen King sagte ja mal, you have to
You have to do two things, and that is to read and to write. Und das ist wirklich alles. Wenn man viel liest und viel schreibt, wird man automatisch besser dabei. Ist wie beim Joggen, ne? Man kann gar nicht verhindern, dass man dann fitter wird, wenn man jeden Tag joggen geht. Und es hilft natürlich, also ich habe alle möglichen Bücher zum Thema, wie schreibt man, Stilkunde, wie man Bestseller schreibt, das habe ich alles gelesen, aber einfach nur, um eben auch das Gefühl zu haben, mache ich das richtig? Also nicht jetzt als reine Bestätigung, sondern wirklich nur als Reality-Check, schiebe ich mich da in eine Ecke, aus der ich nicht mehr rauskomme. Einfach nur, passt das so eigentlich bei mir? Es gibt noch zwei Möglichkeiten. Einerseits Schreibforen im Internet, da kann ich nicht mitreden. Ich bin ja in der Prä-Internet-Zeit kreativ gewachsen, zum Glück vielleicht. Ich bin also nie in die Verlegenheit gekommen, irgendwelche Texte von mir hochzuladen und die Leute zu bitten, sag mir mal, wie geil ich bin. Es gibt aber auch viele Institutionen, wo man Schreibkurse machen kann. Also das kann die örtliche VHS sein als erste Anlaufstelle. Es gibt aber auch spezialisierte Institutionen, beispielsweise die Bundesakademie in Wolfenbüttel, die sehr gute Seminare zum Schreiben macht. Da war ich selbst zweimal insgesamt. Einer der Dozenten war Andreas Eschbach, der andere war Klaus Frick von Perry Rhodan. Also wirklich auch gute Leute. Und da wird man auch nicht auf zauberhafte Weise vom Nichtskönner zum Bestsellerautor. Man lernt aber Gleichgesinnte kennen und man hat eben auch so die Chance, sich mit professionellen Leuten professionell auseinanderzusetzen. Und das ist vielleicht bei Internetforen nicht automatisch der Fall. Also man muss einfach auch seine Gruppe finden von Leuten, denen man vertraut als Leser und die eben probelesen lassen. Das hilft auch immer weiter. Alles klar. Ich finde, das ist ein ganz hervorragendes Schlusswort. Falco, an der Stelle, upsa, jetzt falle ich hier schon vom Stuhl. An der Stelle sei gesagt, der Typ heißt Stephen King. Ja, tut mir Immer leid. noch, ja. Ja, tut mir leid, dass ich dich da korrigieren muss, aber so ist das manchmal im Leben. So, also, wir danken wie immer allen hier fürs tapfere Aushalten. Ich muss jetzt auch mal Bilge danken, die hier seit 1,5 Stunden durchs Büro schleicht. Vielen Dank, Bilge. Ja. Und wir machen jetzt mal hier weiter und dir wünsche ich einen guten Start ins neue Jahr und drück dir die Daumen, dass dein Roman dann auch tatsächlich im Januar erscheint. Ja, das hoffe ich auch. Ihr könnt auch gerne Protestbriefe an den Verlag schicken, wo dann das Buch endlich bleibt. Machen wir. An welchen denn? Spreeseid Verlag, Spreeseid. Aifalia. Also das Buch heißt Tiefe Saat, ist schon bei Amazon gelistet und man kann es auch im Moment nicht vorbestellen aus irgendeinem Grund. Ja, ich weiß es auch nicht. Alles ganz seltsam. Boah, jetzt. Was machen wir? Ein Shitstorm heißt das, ne? Sagen die jungen Die Leute. haben auch eine Facebook-Seite. Alles klar. Falco, ich danke dir. Es war mir ein Richtfest. Bleib noch ein bisschen hier in der Leitung, dann können wir noch mal kurz schnacken, aber den Stream, den stoppe ich jetzt. Alles Auf klar. Wiedersehen. Tschüssi. Ciao.